Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffes. Heute mit dem zweiten Teil des GameCube Podcasts. Marc, Fabian und Trant und sogar ich haben uns hingesetzt und ausführlich palavert über alle möglichen Spiele, alle mögliche Hardware, die von Nintendo so aus der Jahrtausendwendezeit gekommen ist. Und gleich geht es beschwingt weiter mit einem Klassikertitel, nämlich Eternal Darkness. Viel Spaß! Horrortechnisch, du hast es angesprochen, Marc, nochmal kurz, aber es gab natürlich ein anderes großes Survival-Horror-Game, was nicht zu Resident Evil dann dazugehört hat, Eternal Darkness. Ja, ist auch eins von den Spielen, wo Fabian sich wahrscheinlich wundert, warum ich das nicht habe, weil es gibt es irgendwie auch zum Ramschpreis, irgendwie als japanische Version. Eternal Darkness. Ich fand das am Anfang total geil und da gibt es so ein paar Elemente, weil es gab ja auch bei GameOne.de war ja auch die Serie, die Wolf irgendwie gemacht hat und die ist ja auch richtig gut angekommen bei den Leuten. Am Anfang fand ich das richtig geil, bis zum gewissen Punkt. Nachher hat sich das echt so hingezogen und war zäh und nervig mit den ganzen Runen, dass ich das Spiel nachher nicht mehr mochte. Also es tut mir echt leid. Jetzt werden wahrscheinlich einige Leute auch sagen so, Alter, das Spiel ist eins der besten oder so. Ja, es hat meine Triforce-Suche anscheinend. Das war richtig hassig nachher. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, also ich weiß auch nur, dass ich es aufgehört habe irgendwann mit drin, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber es war schon. Aber nicht alle drei Versionen, also nicht alle drei. Was war am Ende? Weiß ich nicht mehr genau. Ja, da gab's irgendwas war mit diesen Runen, da gab's blau und grün und rot oder so, ich weiß nicht mehr genau. Dann, du kannst am Anfang auswählen, welche Rune sozusagen deine wichtige Rune ist, sag ich jetzt einfach mal. Wenn du alle Versionen spielst, dann kommst du erst zum richtigen Endgegner, weil, also es, du musst das dreimal durchgespielt haben, um halt das richtige Böse irgendwie da rauszukitzeln. Da gab's irgendwie noch so ein Zusatzding dann dazu. Aber mich hat das echt genervt. Das war nachher einfach nur immer dieselben Monster bekämpfen und die haben sich dann immer teleportiert und so. Muss so dringend aufs Klo. Schon wieder? Alter Trant. Das auch beim Gucken, als ich das dann gesehen habe, irgendwie, was Wolf da gespielt hat, mit Chris zusammen war es, glaube ich, ne? Mhm. Das war echt nachher richtig, richtig zäh, dass ich echt so ein bisschen so mal vorgespult habe, bis dann irgendwie relevante Szenen kamen, weil dieses System mit diesem Sanity-Effekt war halt echt, da waren geile Sachen bei, wie Memory Card gelöscht, Bildschirm fällt aus, irgendwie Bild umgedreht, dir fällt der Kopf ab, sonstige Sachen. Fällt der Kopf ab, war sehr gut. Das mit der Memory Card war im ersten Moment echt der größte Schock, glaube ich, wo ich dachte, das ist der wirkliche Horror für den Spieler, das ist nicht das, was müsste man in irgendeinem Kinderspiel mal als Gag einbauen, als Sanity-Effekt, dass dem Helden einfach mal der Kopf abfällt. Oder dass deine ganzen Pokémon-Spielstände weg sind. So, nein! Ja, dreht sich Pikachus Kopf um, ohne dass sein Hals sich umdreht. Und kotzt so grünen Kram aus. Deine Mutter! Eternal Darkness, selbst du hast die Sanity-Effekte angesprochen. Das ist natürlich auch, weil es vor allem ein sehr eigenständiger Titel auf dem GameCube gewesen ist. Es gab nicht wirklich was Vergleichbares. Und es hat für vergleichbare Survival-Horror-Titel auch auf anderen Plattformen eben neue Elemente reingebracht mit diesen ganz vielen verschiedenen Protagonisten. Da war auch die Geschichte von Lovecraft, glaube ich, inspiriert, viele Elemente mit dabei und einfach diese interessante Grundstimmung gehabt, dass zumindest viele Leute dann das immer noch sehr in hohen Ehren halten. Es ist ja eine Fortsetzung von den Resten von Silicon Knights, wird noch über Kickstarter oder wurde das dann? Ich glaube, die haben das schon mehrfach versucht jetzt zu finanzieren und meines Wissens nach hat es nie geklappt und dann gab es nochmal zwischendurch so einen dummen Dämpfer, da wurde jemand verhaftet aus dem Entwicklungsteam wegen so einem Pädophilie-Vorwurf. Wer steckt da noch hinter? Das ist doch der Typ, der Dings noch verbrochen hat auf der Xbox, ne? Und da irgendwie die Trilogie. Dennis Dyack. Dennis Dyack. Der hat damit nichts mehr zu tun, oder? Nee, nicht mehr. Der hat das Kickstarter-Ding auch mitgemacht. Also es gab so einen interessanten Artikel, Silicon Knights, natürlich die Macher von Eternal Darkness, To Human und Twin Snakes, die das portiert haben. Aber die hatten einen Rechtsstreit auch noch gehabt, ich glaube mit Epic, ne, wegen irgendwelcher Unreal Engine-Geschichten, die dann benutzt wurden. Die wurden jetzt angewiesen, allen Code eines ihrer Spiele zu zerstören, weil die illegal dann Teile benutzt haben. Ich glaube, die können, pleite gegangen einfach dann. Das X-Men-Spiel, glaube ich, ist dann dadurch nicht gut gewesen. Und und die haben auch, das war ja eine Auftragsarbeit, glaube ich, das X-Men-Spiel, da haben sie einfach wenige Leute dran arbeiten lassen, während sie im Background das Geld, was sie dafür bekommen haben, für das Eternal Darkness Sequel ausgegeben haben, für Pre-Production und alles. Aber da gab es da ordentlich Schmuh in der Firma und ja, das war alles. War das habe ich sogar auch gelesen. Sehr cool, also ist nicht alles gerade mit rechten Dingen gegangen. Ob wir dann nochmal in Eternal Darkness 2 sehen, ich bin mir da nicht wirklich. Wie hieß denn das überhaupt? Irgendwas mit Elders oder so? Also das Studio ist, glaube ich, Precursor Games, aber ich weiß nicht mehr. Das sind die Reste dann, die aus Silicon Knights dann hervorgegangen sind.
Ja, aber Eternal Darkness war nie mein persönliches Bier gewesen. Manchmal schon, weil ich jetzt gerade so viele Spiele hatte, bei denen ich rückblickend überhaupt keinen Spaß dran hatte auf dem Gamecube, ist Eternal Darkness eines der wenigen, das ich richtig geil fand. Ich hab's durchgespielt, ja, aber ich wusste das gar nicht mit den verschiedenen Endbossen. Also Shadow of the Eternals. Ah, Entschuldigung. Ich erinnere mich da nur noch an den Endgegner, der so ein bisschen gewirkt hat. Es war ja so eine riesige Gottheit, wie bei Hellboy. Ja, und je nachdem, welche Rune du auswählst, ist der halt immer unterschiedlich gewesen. Ach so, okay. Der war halt immer dann das Gegenstück zu der Rune, die man hat, oder irgendwie so ein Krempel. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich kam erst auch spät rein, weil mir hat zuerst natürlich das Setting als Resident Evil Freund des ersten und vierten Teils, hat mir am Anfang dieses Herrenhaus gut gefallen, wo einfach diese Obergeschichte, die Gegenwartsgeschichte stattfand und diese Epochen, wo die Wer reist da immer rein? Nee, man spielt einfach die Leute aus den jeweiligen Epochen. Genau. Liest das in dem Tome of Darkness, liest sie das genau, immer. So war das, ja. Das hat mir dann am Anfang nicht so gut gefallen, weil ich dann natürlich immer aus meinem, wenn ich mich an irgendein Setting gewöhnt habe, werde ich wieder rausgerissen. Wo ich mir denke, so eine Scheiße. Aber irgendwann hat alles irgendwie ineinander gegriffen und jede Episode für sich war auch recht spannend, so. Und es gab auch diese, ich mochte diese Insanity-Effekte. Halt diese Überraschungsdinger, die passieren, wenn du zu wenig Geisteskraft hast. Und auch, es gab halt auch so einen Rollenspielaspekt, also dieses Runensystem, ey, was war denn das nochmal? Damit konntest du auf jeden Fall zaubern immer, verschiedene Sachen kombinieren, ja, die dann immer neue Sachen auslösen. Also irgendwas war da sehr spaßig, sonst hätte ich das nicht durchgespielt. Und am Ende, weiß ich nicht, ob das ein Spoiler ist, aber ich hatte auch um den Zeitpunkt von H.P. Lovecraft im Berg des Wahnsinns gelesen, wo es darum geht, wie ein Forscher in die Antarktis, glaube ich, reist und findet unterm Eis halt eine uralte Stätte einer Zivilisation, die längst vergangen ist, die wohl von Außerirdischen erbaut war und das, so wie Lovecraft immer schreibt, war das alles so detailliert beschrieben und ich konnte es mir richtig vor Augen vorführen. Und diese Stadt, die da beschrieben wurde unterm Eis, die war genauso wie in Eternal Darkness. Deswegen war ich gerade gegen Ende so richtig geflasht, so wo ich mir gedacht habe, das ist ja super hier. Also, ne, ja, es ist doch ein kleines Highlight gewesen auf dem GameCube. Wenn wir bei Silicon Knights gewesen sind, du hast ja, Fabian, noch erwähnt, das Metal Gear Solid Twin Snakes, was eine Umsetzung des, oder eigentlich ist es ein Remake gewesen, ersten Metal Gear Solid. Ich bin riesiger Fan, speziell des ersten Metal Gear Solid. Ich habe damals die japanische Version mir importiert, auf japanisch x-fach durchgespielt, die US-Version 10 oder 15 Mal auf der PlayStation 1 gespielt. Ich hatte meinen Spaß mit Twin Snakes auf dem GameCube, aber kann ich auch legitim zugeben, ich kann auch total nachvollziehen, warum es einigen Leuten nicht so toll gefällt. Aber du bist ja ein großer Fan von. Ich fand die Hauptänderungen waren ja neue Zwischensequenzen, die sie hatten, und ich finde, die waren super gut inszeniert. Das war richtig top gemacht. Ryuhei Kitamura, der Regisseur, der Filmregisseur, hat die gemacht. Die sind natürlich echt derbe over the top, aber die fand ich auch super. Die waren ein bisschen überraschend blutig. Also das hat vielleicht auch nicht jedem irgendwie gefallen und ich bin da jetzt auch nicht ein großer Fan von, aber einfach so vom Schnitt her waren die richtig geil. Und das Spiel hatte, glaube ich, auch damals unterstützte 480p. Ich weiß gar nicht, ob es einen Widescreen-Modus hatte, bin ich jetzt nicht mehr sicher. Und es hat einfach echt was hergemacht und es war für mich deutlich besser, weil man auch da schon war man schon an dem Punkt, dass man wusste oder dass man schon dachte, die PS1-Version sieht nicht mehr so geil aus, weil heutzutage kannst du dir die ja gar nicht mehr anschauen, weil das so ein Klumpen, Pixel. Wenn du dich ein bisschen Quatsch wieder dran gewöhnt hast, geht es schon, aber du hast natürlich Leute ohne Gesichter dann auf der PS1. Ja, also die PS1-Version sieht furchtbar aus und das war damals schon so und für mich war das... Furchtbar würde ich es nicht bezeichnen. Doch, ey, dazwischen damals kam ja noch cool, die Blimcast-Version, wo man sich gefreut hat irgendwie, dass es darüber nochmal besser aussieht, aber dann kam dann also Twin Snake. Ich würde die PlayStation 1-Fassung von Metal Gear Solid immer noch verteidigen, in der es war nicht das grafisch beste Spiel, was rausgekommen ist, aber es war sehr kohärent. Es hat mit den Mitteln, wie es dann stilistisch die Sachen dargestellt hat, das eigentlich ziemlich cool gemacht. Da war aber natürlich, klar, ey, die voll ausmodellierte Grafik, es ist ja nach Metal Gear Solid 2 rausgekommen, ne? Das Twin Snakes, dass du endlich das auch auf dem Grafikniveau von Metal Gear Solid 2 hast. Die erste Geschichte war es total wert gewesen, das nochmal neu zu machen. Das, was Leute nicht dran gemocht haben, einerseits die sehr natürlich überspitzt dargestellten Cutscenes, wo es dann gegen den Charakter
von Solid Snake geht, ja, dass der auf einmal jetzt so ein Akrobat dann gefühlt ist und die dann Flipflops machen und dann reitet er auf der Missile-Rakete dann und springt dann. Übertreibst du jetzt auch. Nee, das stimmt. Das läuft auf den Missile-Raketen zu dem Hind. Ja, aber er reitet da nicht drauf. Ja, er läuft da. Da muss ich jetzt an die Szene mit Budi denken, wie er auf der Rakete reitet. Auf jeden Fall, das ist, was die Leute dran monieren. Und natürlich, dass die Spielbalance dadurch quasi kaputt gemacht wird innerhalb des Spiels, dass man jetzt aus der Ego-Sicht zielen kann. Das war ein Feature, was es in Metal Gear Solid 2 das erste Mal gab, dass du aus der Ego-Sicht dann überall sozusagen dann auch mit der Kanone zielen und schießen kannst. Und das Feature hat man einfach 1:1 dann umgelegt, aber das Level-Design war nicht dafür ausgelegt und das Spiel wird dadurch wesentlich leichter als auf der PlayStation 1. Also das sind die Sachen, die hauptsächlich dran moniert werden, kann ich auch nachvollziehen. Ich würde heute aber auch sagen, wer Metal Gear Solid 1 noch nicht erlebt hat, schaut es euch ruhig eher auf dem GameCube an. Das Problem ist, es ist teuer, aber es ist teuer und selbst. Es ist nicht so billig zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum es nicht in meiner Sammlung ist, weil die japanische Version davon, glaube ich, eines der teuersten derzeitigen GameCube-Spiele ist. Also ich glaube, für US und PAL bezahlst du so 40, 50 Euro. Ja, dann wirst du bei 100 ungefähr landen bei der japanischen Version, weil die echt relativ selten ist, weil die Japaner, es gibt halt auch einige Spiele, die sind da nicht so erfolgreich und die gibt es auch in relativ kleinen Stückzahlen und das gehörte, glaube ich, mit eher dazu und deswegen habe ich das auch noch nicht in meiner Sammlung drin. Ja, wenn man es einigermaßen für einen schmalen Taler bekommen kann und zumindest kann man es auf den ersten Wii-Modellen noch abspielen, wenn nötig. Auf den späteren ja nicht mehr. Wir hatten kurz über die Capcom 5 gesprochen im Hinsicht auf Resident Evil. Es gab noch ein anderes Action-Adventure-Spiel namens PN03. Ach, dann, das? Das war doch eine Mischung aus Tanzspiel und Shooter, oder nicht? Naja, es war auf jeden Fall ein... Ja, das sah mal so aus, als ob diese Melissa Schneider oder so, wie die heißt, ja. Die hat immer sich so rhythmisch bewegt und immer, es ging immer nur links und rechts, hat sie sich immer ach, so... Ach, Melissa Schneider? Ja, ich hab's nur mal ganz kurz gesehen, da war ich auch ganz verwundert. Ich weiß, dass es immer um den Arsch ging. Genau, ja. wenn es animierte GIFs von dem Spiel gibt. Ich glaube, was so sagenswert darüber ist. Eigentlich schon. Was wären denn die anderen Capcom 5 gewesen? Beautiful Joe. Du hast Resident Evil 4, dann PN03, Beautiful Joe. Eins, was nie rausgekommen ist. Dead Phoenix. Das nie rausgekommen ist. Und was war Nummer 5? You don't want to go any further. It's dangerous. My friends are all dead. They were all murdered by people that look like this. Oh shit! There's more than 14. July 3rd, 1998. The day that all international disputes were resolved, the world was filled with hope. But a new threat was on the rise. A new breed of terrorists who called themselves Smiling Faces attacked the ceremony. Fear spread throughout the nations like wildfire. There was nothing the police or the military could do to counter the smiling faces. The only ones who had any chance of stopping these smiling faces were the omniscient and almost godlike professional assassins. Killer 7. Killer Instinct, oder? Killer 7. Dachte ich eben, aber das ist ja nicht Capcom. Doch. Killer 7 ist Capcom. Yeah. Ach, ja. Doch? Ja, das sind die Capcom 5 dort gewesen. Aber wir können über die ja gerne nochmal kurz weitermachen, auch wenn wir eigentlich bei den Action-Adventures sind. Ja, ich hab's hier bei mir. Killer 7 ist nicht ganz mein Bier, muss ich sagen. Ich kenne das nicht. Extrem teuer war. Aber das, also ich kann es nachvollziehen, ich verstehe auch, was die Leute dann da auch dran zieht, aber mir ist es ehrlich gesagt zu wirr. Also mein Lieblingsspiel von Suda ist tatsächlich Lollipop Chainsaw. Finde ich auch nicht schlecht, aber Killer 7 ist echt eine geile Story, wenn man sich da ein bisschen reinlegt. Die Story ist geil, das Spiel verstehe ich nicht. Worauf hast du es denn gespielt? Auf dem GameCube. Achso gut, weil ich dann dachte, okay, dann holst du halt die billigere Version, die auf der PS2 rauskam. Das ist einfach beschissen zu steuern. Okay. Das ist irgendwie die Tasten waren irgendwie ganz blöd belegt. Und deswegen ist Killer 7 irgendwie, ja, die Geschichte war echt wirr, gebe ich dir recht. Aber es war halt geil mit diesen verschiedenen Charakteren, in denen man reinschlüpfen konnte, halt dieser Mindfuck da drin in dem Spiel. Das ist echt geil. Also da fand ich auch die Geschichte... Am Ende löst sie sich besser aus als in den ganzen anderen Geschichten von Suda Goichi, die halt irgendwie wirrer Kram werden. Ja, ich sag nichts gegen die Geschichte und die Charaktere. Das ist natürlich so groundbreaking, wie man so schön sagen würde, speziell im Kontext eines Videospiels sowas dort zu haben. Und wenn man sich jetzt so Cutscenes im Nachhinein anguckt, dieses Nummer mit dem russischen Roulette oder sowas, das ist russisch Roulette, schwieriges Wort, ist wirklich harter Tobak,
für das damalige Verhältnis gewesen, aber ich habe irgendwie, hat mich das Gameplay nie so gepackt, ich habe es nur kurz gespielt und dann persönlich gelassen. Ach, das mit Heaven's Smile und mit diesen kranken Charakteren, die da drin sind und so, das ist echt richtig, richtig geil gewesen, fand ich. Also ich würde es jetzt auch nochmal gerne spielen, irgendwie bei Zeit, eher sogar als hier, was war das letzte von? Killer is Dead? Killer is Dead, ja. Ist leider auch nicht so gut. Oder Dings of the Damned, da Shadows of the Damned, da würde ich echt Killer 7 immer vorziehen. Das war doch, Shadows of the Damned ist doch Shinji Mikami gewesen. Aber, nee, Shinji Mikami, aber Suda auch. Das war doch so eine dabei. Dreiertruppe, oder? Nee. Ja, also Yamaoka, Mikami und Suda haben sich daran beteiligt sozusagen. Das von Killer's Dead nicht so schlecht, aber ja, es ist so ein typisches, hat kein Polish-Spiel. Mondo Zappa, Enthauptungsspezialist. Ja. Das also, ist halt überhaupt sein Problem. Von der Qualität her ist es eigentlich genauso wie No More Heroes, weißt du, so genau. Halbgeil, aber hat trotzdem so seine Ecken und Kanten, die es dann wieder liebenswert machen. Ich finde, das ist bei ihm das Problem, dass er so das Enfant Terrible der japanischen Produzenten ist, so ein ganz wirrer Typ irgendwie, oder er scheint immer so ein wirrer Typ zu sein, und letztendlich die Spiele leiden immer darunter, dass ihnen halt das letzte Polish fehlt, und ich finde dieses Charakterdesign auch bei Killer 7, das sah so geil aus einfach, so reduziert, aber trotzdem irgendwie cool. Ja, ich habe immer so das Gefühl, er möchte das so Guy Ritchie-mäßig machen, ja, nicht ganz so, wie kann man das, ja, doch, dass das diese Charaktere quasi das Fleisch vom Spiel sind, und das war auch bei No More Heroes so, also ohne diese coolen Endbosse wäre das Spiel echt scheiße gewesen. Das stimmt. Und die haben es dann echt rausgerissen. Du hast dich bei jedem Endboss drauf gefreut, was jetzt wieder für einer kommt, du bist voll bedient worden. Das war immer wieder geil. Killer is Dead fand ich, war so semi-cool, also es war überraschend an vielen Ecken und Enden, und du hast dich dann gedacht so, oh, was ist denn das hier, irgendwie cool oder auch nicht, aber es macht Spaß, naja, ich spiele weiter. Es war aber, ja, ab und zu gab es mal Levels, die waren hässlich, oder das Kampfsystem dachte es da auch manchmal ein bisschen flach, jetzt funktioniert es gut, jetzt wieder nicht mehr. Es schwankte immer. Ja, trotz, so wenn man Suda 51-Spiele sich anguckt und man denkt immer, ja, der hat ja diesen gewissen Stil, man erkennt sie so wieder. Ich finde fast, man kann den wirklich nicht auf einen Stil festlegen, ne? Weil es hängt mehr von den Leuten zusammen, mit denen er zusammenarbeitet. So ein Killer is Dead ist anders als ein Lollipop Chainsaw, ist anders als ein No More Heroes und wiederum anders als Killer. Aber cartoonige. Also rein der, also nicht der generelle Spielstil, sondern der Grafikstil ist immer ähnlich, finde ich. Also ich sag immer noch, ey, Lollipop Chainsaw ist ein echt schönes Spiel, speziell was die Charaktere und Story dort angeht, und auch Ideenreichtum wirklich eines der spaßigsten im letzten Jahr gewesen für mich. Extrem unterschätzt vor allem auch. Ja, es hat gameplaymäßig einige Marken, und es ist schwierig, ein bisschen reinzukommen, und wer die Baseballspiele sich ausgedacht hat, gehört gekloppt dort, die Baseball-Bonus-Level, die nicht Bonus-Level sind, die man machen muss, um das Spiel dann weiterzutreiben, aber so ein Ideenreichtum, der sich auch vor allem so, ach, das ist cool, ach, das ist eine coole Idee für ein Level, ach, das ist gut, wie die Charaktere und lieber sowas als diese Gleichförmigkeit, die dich immer zum Gähnen bringt. Das ist dann, sprich, dort gewesen. Killer 7 zumindest, aber auch einer der klassischen Gamecube-Titel, obwohl dann eben auch die PS2 Version dann nochmal später gekommen ist. Deswegen PNL3 war, glaube ich, das einzige Spiel, was halt nicht umgesetzt wurde in anderen Versionen. Also PNL3 ist tatsächlich das einzig Exklusive. Die anderen Sachen sind dann auch dann nochmal als Umsetzung, Ports und Remakes und fortgesetzt auf anderen Konsolen dann auch gekommen. Ich will Beautiful Joe nochmal ein bisschen nach hinten anstellen, bis wir zu den Beat'em-Ups kommen. Hier habe ich sonst noch ja eine Handvoll so Third-Party-Action-Adventure, sowas wie Sphinx and the Cursed Mummy, hatten wir kurz gesprochen. Das war ein Multiplattform-Titel, der von Zelda inspiriert ist. Beyond Good and Evil, natürlich auch ein Multiplattform-Titel, obwohl den habe ich auf der Xbox 1 gespielt. Ich fand's sehr gut, mir hat's viel Spaß gemacht. So ein schönes 10-12-Stunden-Spiel mit einem fiesen Cliffhanger, der ich hoffe irgendwann mal aufgelöst wird im nächsten. Ich glaube nicht. Nee, irgendwann doch, komm, 2038 kriegen wir dann die Fortsetzung dort. Chibi-Robo habe ich mir aufgeschrieben, weil ich nicht definieren konnte, wo dieses Spiel drin passt. Super. Oder reinpasst. Ich würde es auch als Action-Adventure, als eines meiner Lieblingsspiele. Wie war das, das Netzstecker-Männchen-Spiel, wie es in Maniac bezeichnet wurde? Ja, oh, ey, wie super das Spiel war. Das ist echt eines der besten Adventures darauf. Ich habe noch The Summoner durchgespielt. Summoner 2. Summoner 2, Goddess Reborn oder so. Ja, genau, das hatte ich eines, genau, ich glaube, war das exklusiv für den GameCube, eines der wenigen Rollenspiele? Nee, ich glaube nicht, dass es exklusiv war. Nicht. Das war auch so ein Multiplattform-Ding, aber ich habe es auf dem GameCube durchgespielt und fand Von wem war denn das eigentlich? Ach ja, stimmt. Ist es gewesen. Ja, das erste Summoner war einer der PlayStation 2. Echt schade, dass der drüber gerade nichts mehr weiß. Also für mich war das so, ich dachte, ich krieg sowas wie Eternal Darkness, aber es ging ja in eine ganz andere Richtung. Aber es war ein ähnlicher Qualitätsstandard. Aber ich weiß nicht mehr, um was es da ging, aber ich weiß nur noch, dass es mir Spaß gemacht hat. Das Ding. War das überhaupt ein GameCube-Spiel? Ja, oder?
was, Summoner 2? Ja. Das war ein GameCube-Spiel, ja, auf jeden Fall. Willst du was zu Chibi-Robo noch sagen? Ja, nur, dass es von den ehemaligen Lovedalek-Typen war, halt von Skip. Ah, sehr schön. Und das ist echt einfach, die Geschichte ist einfach super, dass dieser Roboter in dem Haushalt rumrennt, die ganzen Familienmitglieder, denen irgendwie hilft bei ihren ganzen alltäglichen Problemen und hat auch, glaube ich, einen der traurigsten Momente irgendwie so in so einem Spiel drin. Da findet man im Keller einen alten, ausgedienten Roboter irgendwie, der dann früher der Familie geholfen hat. Und da kommt auch so eine ganz traurige Musik mit so Discord-Elementen. Und das habe ich, glaube ich, auch noch oben auf dem Rechner irgendwie drauf. Das ist also echt ein ganz, ganz tolles Spiel. Und dieses am Anfang, es wurde halt immer so kommuniziert, dass man durchs Haus rennt und irgendwelche Sachen putzt und so weiter und so fort. Aber da trifft man auch einen Dinosaurier, den irgendwie ein Zahn fehlt, den man wiederfinden muss und so. Es hat halt ganz, ganz viel lustige und skurrile Sachen drin. Also wenn man das günstig irgendwo erwerben kann, ich habe die GameCube-Version lustigerweise wirklich nur als Deutsche oben, hab aber dann für die Wii kam nochmal im Zuge dieser Wii Play Geschichte kam das nochmal raus, halt mit der Wiimote dann zu steuern. Da habe ich mir das nochmal für geholt. Wenn ich die japanische GameCube-Version kriege, dann kaufe ich mir die auf jeden Fall auch nochmal. Also Skip auf jeden Fall eines der Entwicklerstudios, die ein bisschen skurrilere Charaktere in ihren Spielen drin hatten, aber wirklich immer schöne Spiele abliefern, die auch ein bisschen jenseits des Mainstreams sind. Da gab es doch auch Handheld-Ableger für, oder? Irgendwie da gab es ein bei Walmart exklusives Chibi-Robo für den DS oder so? Also da gab's doch was. Auf jeden Fall für den DS gibt es eins, was schlecht ist, das, wo man nur so Blumen gießen muss und so. Dann gibt es ein richtiges Adventure, was halt so eher in Richtung Chibi-Robo des Originalspiels gibt, das nur in Japan erschien. Und auf dem 3DS gibt es in Japan ein ganz lustiges Spiel, das habe ich auf meinem leider jetzt nicht drauf, wo man Sachen fotografieren muss. Das ist so ein Fotospiel. Man ist in seinem Haushalt und man kriegt immer eine Form vorgegeben, zum Beispiel irgendwas Rundes, muss irgendwas fotografieren, was halt diesem runden Schema entspricht und kriegt dafür dann halt Punkte. Ich hoffe mal, dass in Deutschland rauskommt, was ziemlich witzig ist. Das ist lustig, ja. Kann man sich tatsächlich mal geben, wenn es dann mal hier sein sollte. Wenn ich mich nicht irre, ich spiele gerade Tulip für den Rocket Beans Let's Play Kanal. Das müsste ja auch von Skip gewesen sein, oder? Nee, das sind auch die Lovedalek-Typen. Das ist, glaube ich, Punchline ist das, glaube ich. Punchline war es, genau, Punchline. Aber auch, ich weiß, dass da Leute mit dran beteiligt sind. Das ist eins der Spiele, die mir noch für die PS2 fehlen auf Japanisch, weil es auch sauteuer ist. Ja, ich habe vor Urzeiten mal zum Glück die US-Version dann abgegriffen und mittlerweile als Download zum Glück im USPSN. Ja, du machst das ja auch gerade in der nächsten Genau, genau. Also wer Tulip sich angeguckt hat und so abgedrehte Spiele, dann mag man sieht, dass da auch genug so abgedrehtes Zeug auch in Chibi-Robo dann drin sein kann. Die beiden Spiele, die ich hier noch bei Action Adventure stehen habe, es ist schwierig, wie man sie definiert, aber ich würde sie fast am ehesten bei Action Adventures reintun, die Metroid Primes. No? Mm. Es sind also Ego-Shooter sind es nicht. Ja, es sind Action-Adventure. Es sind ja, auch, glaub auch. Es ist eben so ein Genre-Mix, Shooter, Jump'n'Run oder Jump'n'Adventure aus der Ego-Perspektive, wie auch immer. Wir haben uns im Podcast damals zu Metroid dazu ausgelassen. Also wenn Resident Evil 4 für mich das beste GameCube-Spiel ist, dann ist das erste Metroid Prime zumindest fast genau auf dem gleichen Level. Ja, ich glaube auch, da kann man nicht so viel Abstriche machen. Auch Metroid Prime war für mich so ein Spiel, wo ich hatte ich dir letzt gesagt auf dem Nachhauseweg, dass ich dann morgens aufgestanden bin, weißt du, hab Metroid Prime gespielt und so lange gezockt, bis mir die Augen zugefallen sind, währenddessen weder was gegessen noch geduscht und musste einfach nur durchzocken, einfach nur. Und ich hatte auch diese Vorfreude, wie ich diese schon lange nicht mehr hatte, weißt du, ich habe schon auf dem N64 gesagt, so, cool, eine 3D-Konsole von Nintendo, jetzt wird's ein 3D-Metroid geben. Und ja, wie lange gab's keins? 6 Jahre dann? Ja. Und dann musste man dann halt auf den GameCube warten, bis das erste 3D-Metroid kam. Das hat lang gedauert. Und richtig lang, ey. Das Schlimme war irgendwie, ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, halt, weil ich japanischen GameCube hatte, der zwar US-Sachen abspielen konnte, aber ich wollte auf Teufel komm raus mir keine US-Spiele kaufen. So, Metroid kam halt ein halbes Jahr früher gefühlt in US raus und dann dachte ich, war scheiße, und dann habe ich mir das doch gekauft und ich hatte genau dasselbe, ich habe das gekriegt irgendwie und ich habe das wirklich so
jeden Tag irgendwie stundenlang gespielt. Und ich kann mich noch dran erinnern, weil das war auf der E3, das waren halt die ersten E3s, die man halt auch so im Netz dann immer Videos von gesehen hat. Und das waren immer so, step behind the visor. Und dann so, ja. Und du rollst dann da rum und dann siehst du halt, wie du in den Helm von Samus Aran so bist und bist in der Ego-Perspektive und rennst dann da rum und ballerst. Und das Geile war halt, das war kein Ego-Shooter in dem Sinn, sondern halt wirklich diese ganzen Puzzleteile. Und bei mir ist auch immer so ein bisschen am Schwanken, so was ich lieber mag. Mag ich Super Metroid lieber oder Metroid Prime? Ich weiß es auch nicht. Beide haben dieselbe geile Level-Architektur und anders als bei anderen Shootern, du rennst halt nicht durch generische Räume, die alle gleich aussehen, sondern du weißt sofort, wenn du den Raum siehst um dich herum, ah, da ist das und das und das, ah, hier bin ich also. Und diese Karte ist so verdammt clever und das Geile wie bei anderen Metroid-Spielen auch, dass du halt, wenn du gut spielst, halt diesen Sequence-Break machen kannst, dass du Items auslassen kannst, kannst du Endgegnern hingehen, zu denen du normalerweise nicht hinkommst. Und das ist so clever designt, das Spiel, was beim zweiten Teil halt nicht mehr so ganz so ist, weil es auch für mich echt bockenschwerer war, aber der erste Teil ist einfach super und wenn man den jetzt nochmal spielt, das ist einfach richtig, richtig gut. Naja, das ist das Doofe leider. Ich habe das irgendwann mal vor ein paar Monaten, ich glaube im letzten Jahr habe ich das nochmal versucht zu spielen und dann ich war so enttäuscht, dass mich das nicht mehr gekickt hat. Warum? Weiß ich nicht. Es war klein, es war nicht mehr so mystisch, wie es im Kopf hatte. Du hättest es auf der Wii spielen müssen, ja? Nee, weiß nicht. Ja, mit der Pointersteuerung. Keine Ahnung. Also, und wenige Monate davor hatte ich nochmal Metroid Prime Corruption durchgespielt auf der Wii. Und das war immer noch cool, aber ne, und dann dachte ich, ach, jetzt nochmal ein Metroid und dann habe ich nochmal Metroid 1 probiert und das irgendwas hat da nicht mehr gefunzt und das hat mich so ein bisschen geärgert. Das war einfach zu klein. Mir hat das so mehr klein Spaß ist, glaub ich, gemacht, das beste weil Wort. Es noch halt dieses typische Metroid-Feeling hat, dass du halt irgendwie alleine das wollte ich gerade sagen, bist. Das ist das Wichtigste, was die Frage ist, was das coolere Metroid ist. Eigentlich macht sich das für mich nur an der Atmos fest. Es ist, spielerisch sind die alle cool, ob 2D oder 3D, ob Ego-Shooter oder Jump'n'Run, ja. Aber für mich muss dieses so ein bisschen fremde Welt. Oh, wo bin ich denn hier? Was sind das für Tiere? Wie lange leben die schon hier? Untergegangene Zivilisation. Und die Umgebung erzählt die Geschichte. Solange das gegeben ist und auch mal ein paar creepy Momente drin sind, so von wegen, was passiert hier? Das Scannen haben die halt alle bemängelt am Anfang. Was geil ist, du kriegst halt deine ganzen Informationen. Das im Kopf spielt sich das dann ab, so, okay, was ist die Geschichte des Planeten? Genau. Und beim zweiten war es halt, du hast ein Team und beim dritten war für mich durch Corruption halt, du hast dann auch irgendwie andere Kopfgeldjäger, die dabei sind. Das war so ein bisschen abgeschwächt. Ja. Also Metroid Prime ist für mich so. Aber die kamen nur selten zum Glück. Ja, zum Glück. Ja, also auch die ganzen Geschichten, da brauche ich auch nicht zu reiterieren. Genau das Gleiche. Ich war währenddessen umgezogen, als Metroid Prime angekommen ist und ich hatte bei mir in der Wohnung einen Fernseher, ein Bett und ein Gamecube stehen in der neuen Wohnung und die Kisten wieder neben herum. Und auch genau das Gleiche für die Tage dann dort. Zum Glück habe ich auch nur nachmittags damals arbeiten müssen, dass ich dann auch meist dann nachts komplett durch und dann ein bisschen schlafen, dann ein bisschen weiter. Du meinst dann nicht spielen. So wie jetzt? Nicht so wie jetzt, nee. Das war jetzt komplett gar anders nicht. Als bei den anderen Gamecube-Spielen, wo ich sie voller Vorfreude eingelegt habe und war dann enttäuscht. Sondern da war es eigentlich noch so, dass ich mir im Vorfeld nicht vorstellen konnte, wie sie das in der Ego-Perspektive machen sollen. Das kann ja nur in die Hose gehen. Das ist ja wesentlich der bessere Weg, als wenn du dich auf ein geiles Mario, auf ein geiles Zelda freust und dann nicht ganz das bekommst, was du erwartest. Weil du konntest perfekt springen auch bei dem Spiel, weil es halt voll ungewöhnlich war. Ja. War es nicht so, dass du auch dann dieses automatische, dass du leicht nach unten geguckt hast beim Springen? Oder? Ja, dass das hat so automatisch leicht nach unten gekippt, damit du schön die Plattform siehst. Genau, damit du dieses durchdachte Element, ja, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass dieser Wechsel auf die Ego-Perspektive ist ja ein Anreiz von Miyamoto gewesen, tatsächlich, ne? Dass das Spiel aus der Ego-Perspektive funktioniert, es wurde ja anfangs nicht aus der Ego-Perspektive dann entwickelt, aber dass dieses Konzept so enorm gut aufgeht, speziell bei dem ersten. Auch mit der Immersion, dass du halt irgendwie Sachen, die auf dem Bildschirm, also auf deinem Screen aufplatschen drauf sind. Genau, so. Also diese Liebe zum Detail, wenn da so ein Flash vor den Augen von Samus dann vorbeigeht und sich ihr Gesicht innerhalb des Helmes kurz spiegelt, weil da so die Lichtspiegelung da wäre. Also, das war ja so die Halo-Zeit, ne? So ein bisschen, also Halo kam wahrscheinlich ein Jahr Halo davor kam oder so. Ja, ein bisschen vorher raus, das erste ich Halo. Schätze ich einfach mal und das war dann schon mal so rein von der Immersion ein Stück nach vorne. Es war halt nicht so schnell. Ja. Es war halt, deswegen ist auch der Unterschied zwischen Ego-Shooter und dem Metroid-Spielen, die sind halt nicht so hektisch und schnell, sondern die sind eher dann mehr auf Taktik ausgelegt und auf dieses Erforschen auch von dieser Welt. Ja, und du hast eben mit dem Auto-Lock-On eben eher gemacht, also dass du dich eher auf das Ausweichen und Puzzle machen kannst. Sehr spannende Endgegner dort gemacht und ich finde auch Präsentationstechnik. Also die 60 Frames waren enorm geil, dass das Spiel so flüssig ist, aber auch allein die erste Szene, wo das Schiff von Samus dann auf diese Station anfliegt und sie dann rauskommt und sich dann dreht und alles und die
fucking geile Musik. Ja. Ja, ey, die Mucke ist bei allen drei Prime-Teilen aber auch richtig, richtig. Ey, der allerletzte Endgegner. Ey, nicht spoilern. Nee, ich spoiler nichts, aber ich sag einfach nur, dass das so der krasseste Endfight war, den ich überhaupt sehr mal hatte. Sehr krass, ne? Ich hab den ich zehnmal so versuchen müssen. Ich hab so hart geschwitzt. Ja, ich musste auch oft probieren, weil der so viele Stufen hat, aber du musst ja auch vorher irgendwo hochklettern noch, ne? Ja, aber er war immer fair. Du wusstest immer genau, okay, jetzt ist die Phase dran, er wird jetzt das und das machen. Ich muss einfach nur gut genug spielen, um es zu überleben. Und das war echt schwer, aber die Steuerung, wie clever das war halt, dass du mit dem zweiten Stick an dem Gamepad, dass du damit die ganzen Visoren oder die Schüsse halt umwechseln konntest, immer on the fly, das ohne in Menü Schüsse wechseln war beim Endgegner auch sehr wichtig, weißt du, er hat dann immer seinen Zustand gewechselt, Sachen, dass du nur sehen kannst, so. Aber das fand ich beim zweiten Teil noch schlimmer, weil ich weiß, dass der zweite Teil hat mich da halt ein bisschen abgefuckt mit diesem, dass man in der dunklen Welt immer Energie verliert, halt so ein bisschen Timelimit-mäßig. Fand ich auch blöd. Und den Endgegner, ich habe den allein nicht geschafft, den habe ich dann einen von meinen besten Freunden irgendwie zusammen durch. Was war denn das nochmal? Das ist dieser Ing, Emperor Ing ist das gewesen. Ach, ja, genau. Und stimmt, der hat drei Formationen. Der war auch richtig asozial. Die erste konnte ich immer besser, die zweite konnte er immer total gut und die dritte ich wieder. Deswegen mussten wir uns immer abwechseln, weil alleine haben wir es irgendwie dann nicht hingekriegt. Ich will eine kleine Lanze für Metroid Prime 2 Echoes dann kurz brechen. Ich hab's letztes Jahr nochmal gespielt in der Wii-Fassung, also in dem Wii Trilogy Remake und es war so das Spiel, was man gleichzeitig hassen und lieben kann, eben wegen des gehobenen Schwierigkeitsgrades und dieser, dass du in der dunklen Parallelwelt dann die Energie verlierst, wenn du in den Safe Zones nicht drin bist. Das hat das aber die Spannung so weit hochgetrieben. Ne? Es war nicht mehr dieses absolut perfekte Runde-Erlebnis, wie das erste Metroid Prime es für mich gewesen ist, aber zumindest habe ich nochmal eine neue Wertschätzung letztes Jahr dafür bekommen, die ich nicht hatte zum Release, wo es mich auch an eher abgefuckt hat an vielen Punkten. Da waren auch geile Sachen drin, also auch diese verschiedenen Morphball-Sachen, die man dazu gekriegt hat, die im ersten Teil auch noch nicht drin waren. Dass man diese Guardians immer killen generell, musste. Generell, überhaupt für mich ein großes, alle Magic Moments waren immer, wenn du einen neuen Anzug kriegst bei Metroid. Also das war schon auf dem Gameboy so bei mir. Das war mein erstes Metroid, wo ich im Nintendo Clubheft gelesen habe, du brauchst auf jeden Fall die Varia. Und dann haben sie dann im Nintendo Clubheft auf dem Gameboy halt die zwei verschiedenen Figuren gezeigt, mit Varia, ohne Varia. Und ich habe die nie gefunden, aber egal, da war ich schon so angefixt und habe gesagt, geil, so ein dicker Anzug muss ich haben. Und bei Metroid Prime, bei dem ersten, war es auch schon so, da gab es einen Kampf, nachdem die Samus Aran irgendwie zusammengeklumpt wird oder überschüttet wird mit Leichenteilen und danach platzte so aus diesem Überrest hervor und hat so einen schwarzen Anzug an. Da bin ich fast aufgestanden, hab gejubelt. Wie krass ist das denn? Schwarzer Anzug mit blauen Nähten und so einem roten Visier. Ist das der Phazon-Suit gewesen? Ich glaube schon, ja. Das ist aber wirklich und da kann sie auch wieder neue tolle Sachen. Und auch bei Echoes war es auch so. Da gab es dann so einen komischen kupferfarbenen, glaube ich. Oder Lightsuit und Darksuit gab es da. Genau, was dann auch später dann wieder super angenehm war, dass man dann halt auch in dieser dunklen Welt sich bewegen konnte, ohne Energie zu verlieren. Ja, egal, also diese Anzüge fand ich immer toll. Aber komische Sache, weil mir fällt nämlich noch ein, dass weil alle immer so rummeckern, dass bei Wind Waker diese Triforce-Suche so nervig war, bei beiden Metroid Prime-Teilen gab es am Ende so eine Suche nach Artefakten. Im ersten war die echt, weil du immer diese kippen, also du musst ja mal die Welt wechseln dann sozusagen, um mal halt diese komischen Dings dann zu sehen irgendwie. Ja, beim zweiten haben sie es auch übertrieben. Beim ersten war es ein bisschen, klar, Zeitschinden, am Ende, dass du nochmal über die Welt gehst, aber das hattest du relativ fix erledigt. Beim zweiten haben sie es. Die Geschichte mit Dark Samus war auch, das geil. Das sind immer da so die dunkle Version von Samus, genau wie bei Metroid Fusion, auch das fast schon einzig Gute an dem Spiel. Nein, schlecht ist es nicht. Aber auch dann der Zero Samus Suit aber diese Artefaktsuche, das hatte ich auch nochmal, ist mir auch nochmal ins Gedächtnis gekommen. Das war richtig ekelhaft. Das waren auch wieder 12 Teile. Die, glaube ich, immer in der dunklen Welt versteckt waren. Genau. Oder nee, genau. Sie waren in der dunklen Welt versteckt. Du konntest sie aber nur mit diesem einen Weiser in der hellen Welt sehen. Ja, du musstest halt praktisch erstmal in der einen Welt das irgendwie checken, wo das ist. Genau. Und da musst du wechseln und die dann holen. Und dann musst du wechseln und den Weg aber wieder zur selben Stelle finden, weil es war ja natürlich so, dass diese Welten nicht komplett identisch waren. Wenn du an dem einen Ort der hellen Welt warst, heißt das nicht, dass du dann auch sofort es gab so Portale, glaube ich, ne? Ja, wo du mal durchgehen konntest. Genau, du musstest dann zu dem Portal gehen und dann kamst du in der dunklen Welt raus, musstest dann erstmal den Weg zu der alten Stelle finden. Und das war das 12 Mal.
Also du musstest sowohl in der hellen als auch in der dunklen Welt ewig lang suchen und das war ein richtiger Upturn. Also es war fast so schlimm wie die Triforce-Suche in Zelda. Ja, deswegen, das meine ich ja. Das war auch der Grund, warum ich den Teil, und weil er halt auch ein bisschen schwieriger war, halt nicht ganz so geil mehr fand. Obwohl er vom Level-Design halt nicht viel schlechter war. Nö, ja, so richtig. Ja, auch also, echt coole Momente. Also es war eben eine Stufe zu viel, dass du da auch noch so ein Parallelweltensystem hast für ein Spiel, was an sich mit einer Welt schon sehr, sehr komplex ist. Ja. Und du dann eben nicht nur einmal um die Ecke denken musst, sondern okay, in der anderen Welt ist der Eingang, aber auf der anderen Seite. Oh Moment, nee, da komme ich nicht hin, weil ich da noch nicht durch kann. Da waren auch Endgegner bei, diese Chica-Lava, die am Anfang, ja, diese Larve und die nachher immer auf deine Insel da, wo du drauf bist, dann irgendwie raufspringen, die dann echt abgenervt hat. Das heißt im Japanischen komischerweise auch Dark Echoes und nicht nur Echoes. Ja, ich gerade, wusste ich noch nicht. Ich dachte ja, Mark Echoes. Mark Echo. Wie ist das nochmal? Das Spray-Spiel von Mark Echo. Fußball-Dingsen, ja. Nein, nicht das. Nee, ich meine das. War das Fußballding? An wen denke ich gerade? Dieses Sprayer-Game auf ich der. Ich kenne nur dieses komische Mark Echo Presents, irgendwas mit Fußball war das doch, oder? Nee, Mark Echo war Sprayer-Game. Ja? Ja, aber es gab auch. Ich weiß aber, was du meinst. Das Kind mit dem Fußball am Schuh. Das meine ich, genau. Ja? Das war das Amiga oder so irgendwas, ne? Irgendwie sowas ist es dann gewesen. Soll ich nochmal ein bisschen auftischen kurz? Ach, ich würde nur eins nehmen. Seid ihr fertig mit Metroid jetzt? Ja. Ja, und ich auch. Ich bin da leider nicht so. Ich merke, dass ich. Ich kenne die Spiele, aber ich habe die, glaube ich, nicht durchgespielt und auch nicht so eine elaborierte Meinung dazu, aber was ich gerade gesehen habe, als ich mir die Packung angeschaut habe, wer erklärt mir nochmal beim ersten Teil, was war mit dem GBA-Link da? Das wusste ich gar nicht, dass es einen GBA-Link hatte. Die Version Fusion. NES-Version, ne? Von, genau, Metroid Fusion ist es gewesen dann auf dem... Ja, und du konntest Metroid 1 freischalten damit? Das war's, ne? Ja, das war's eine und du kriegst den Anzug von dir, du kriegst den Fusion. Ah, okay. Ah, so war das, ja. Du kriegst dann den Phaser-Suit kriegst du dann in dem GBA-Spiel. Du kannst sozusagen die Anzüge nur tauschen. Ach so, ich dachte, es hätte irgendeinen spielerischen... Nee, ein kleines Bonus-Feature. Und du konntest eben dann, bei Metroid Fusion hast du dann das NES-Metroid freigeschaltet, bevor es jetzt mittlerweile tausendfach durch Virtual Console gegangen ist. Ja, ich finde das auch nicht so wirklich spielbar, ehrlich gesagt. Ist es auch nicht so sehr. Es gibt mittlerweile, glaube ich, so spezielle Skripte, die dann das NES-Spiel spielbarer machen, wo auf einmal dann jetzt eine Karte drin ist, die vorher nicht vorhanden war und so weiter, dass man sich das da reinnäht. Aber es ist in der Version nicht vorhanden. Beat'em Ups hätte ich mir hier notiert, das ist jetzt nicht so ultra umfangreich, aber das passt, glaube ich, ganz gut, weil wir vom Beautiful Joe schon gesprochen haben. Da können wir schön eine halbe Stunde über Wrestling quatschen gleich. Nein! Auf dem GameCube fällt mir nur diese Day of Reckoning Sachen ein. Die waren ganz gut, ja. Day of Reckoning war noch ein anderer. Wir reden jetzt echt über Wrestling. Wir sind ja schon fertig, oder? Ja, die sind jetzt nicht groß der Besprechung wert. Nee, die waren jetzt nicht wirklich, herausragend. Nicht wirklich. Wenn wir N64 waren, die Wrestling-Spiele wichtig. Ja, und die haben wir ja auch adäquat bequatscht. Aber Beat'em Up selber, Beautiful Joe, ich habe es das erste Mal damals im Kaufhaus gesehen, also erst mal in Aktion. Und ich fand das schon durch den eigenständigen Stil und vor allem diese, ja, Beat'em Up mit Zeitlupe finde ich irgendwie faszinierend. Das ist immer. Für dich ein Beat'em Up wieder. Für mich ist das gar kein Beat'em Up, aber. Nee, das ist nicht. Du läufst rum und klopfst Leute kaputt. So. Ja, aber ein Beat'em Up ist ja eher für mich ein Prügelspiel halt. Also ist ein Prügelspiel. Wie Tekken oder. Ja, diese Street dummen Genre-Definition. Ja, es ist ein Fighter, ne? Natürlich. Also, eigentlich müsste man sagen, es gibt Versus Fighter. Und, ja, und Beat'em Ups hießen doch mal diese Laufklopp-Spiele, ne? Also, die Ami-Bezeichnung Beat'em Up sind diese Laufklopp-Spiele, genau. Eigentlich. Nur hier in Deutschland wurde das, weil die Zeitschriften eh nicht drauf achten, wurde das für alles benutzt. Ja. Oder nee, oder sie hießen dann Sidescroller oder irgendwie sowas Beschissenes. Dann wobei ein Sidescroller auch wieder ein Shoot sein kann oder ein Raumschiff-Spiel. Ich will die für unsere Verständnisse, also okay, klar, Beautiful Joe kann man vielleicht auch eher als Jump'n'Run dann bezeichnen, aber es hat eine nicht zu unterschätzende Prügel Komponente drin gehabt. Ne? Das war ja eigentlich fast die Hauptkomponente. Ja, eben. Ne? Ja. Und ob du dich da auf einer Linie dort bewegst, da hast du eben, es war mehr geprügelt mit Jump'n'Run-Elementen.
knallig schwer. Mhm. Ja, speziell wenn du, was war dieser erste Boss, dieser Helikopter, wo du dann die Raketen zurückpunchen musstest, selbst der hat mich in den Wahnsinn getrieben damals. Auch mehr habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen von dem Spiel, so, weil danach hatte ich auch keine Lust mehr, leider. Also eigentlich gefallen mir so Spiele, aber wahrscheinlich war es auch dann doch das Design, dass der Typ eigentlich so kleine Gliedmaßen und so einen riesen Wasserkopf hat, dass es irgendwie mir zu ein bisschen zu niedlich war. Ja, und jetzt denk Marc nach, welches Spiel können wir gemeinsam, vielleicht errätst du es, weil... Aber generell fand ich natürlich so, wie das Timing ist und wie dieses Snappige, sag ich mal, wie sich das angefühlt hat, die Klopperei, das war schon echt geil. Es ist schon auf jeden Fall ein, man merkt, dass es ein Kamiya-Spiel ist eben, ne? Wenn du dir sowas wie Bayonetta, Okami oder sowas sagen, die haben so einen gewissen Touch, ne? Und Beautiful Joe hat, also wer sich da drin richtig versteifen konnte, mir war es irgendwann auch wirklich zu schwer, dann, aber wenn du dich richtig darin auskanntest im Spiel, konntest du auch richtig da die Scheiße losbrechen. Das schockt auch total. Ich habe das letztens nochmal bei uns auch wegen, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das einspielen musste, aber es war total interessant, diese Spielmechanik mit Sachen verlangsamen, dann mit dem Wassertropfen, der sich dann irgendwie total irgendwie groß wird, dadurch, dass es dann langsamer wird, oder irgendwelche Projektile, die du zurückschlagen kannst, und das von der Spieldynamik her richtig, richtig gut immer noch. Und auch visuell, eines ist es ja natürlich nicht das erste Cell-Shading-Spiel gewesen sozusagen, aber aus der Ära noch, wo dich dann der Stil dann beeindruckt hat. Ja. War cool und passend und war nicht irgendwie so eine Notlösung im Sinne von, oh, wir können keine richtige Grafik, machen wir doch Cell-Shading drauf. Ja. Sondern es war einfach gut gemacht. Ich habe tatsächlich nie das Beautiful Joe 2 gespielt, das gab es auch auf dem GameCube, ne? Ja, gab es auch ich habe es nur für die PlayStation 2, habe ich das irgendwie oben. Das macht halt ein paar Sachen anders, du hast noch eine Tussi irgendwie dabei, der du irgendwie wechseln oder zu der du wechseln kannst, mit der du auch spielen kannst, aber jetzt auch also das Innovative war eigentlich das erste Spiel davon. Dann gab es noch Red Hot irgendwas, einen anderen Teil, glaube ich noch, oder war es ein GBA-Teil? War das der GBA-Teil oder ein DS-Teil? Ja, das der GBA-Teil war. Irgendwie etwas, ja, was dann nochmal separat rausgekommen ist, aber auch eine Serie, die dann eher in Kultkreisen verehrt wird, so ja, richtig verkauft hat sie es nicht. Na, es ist ein cooles Spiel immer noch, aber wie alle Sachen von Clover respektive Platinum Games eher in einem speziellen Publikum. Nische. Denn in Nischenpublikum dann dafür gedacht. In Richtung Beat'em'ups, ja, es ist ein bisschen so Allerwelts-Sequels hier nochmal mit dabei. Es gab ein Bloody Raw, ein exklusives Bloody Raw Extreme. Oh Gott. Die habe ich auf der PlayStation 1 ganz gerne gespielt. Fand ich auch. Mit auf der PS1 fand ich die ganz geil. Das war eben eins, wo das Besondere dran war, dass sich jeder Fighter in ein Beast verwandeln konnte. Ja. Der eine in einen Bären, der andere in ein Schwein, der andere in einen Wolf und so weiter. Halt, ja. Genau, es waren so ein Maulwurf und Fuchs. Der Maulwurf war das Dümmste. Was hat der denn für einen Special-Move nicht sehen? Ja, er hat halt die Geschippen gehabt, ne? Ja, genau. Und Reichweite und so. Es war zumindest ein etwas anderes, oder das mit dem Element der Beat'em-Up-Specials hat es anders gespielt, dadurch, dass man diese Tiernummer dort hatte. Da gab es, ich glaube, den hatte ich auch tatsächlich dann noch für ein paar Mark damals mitgenommen, noch aus der Krabbelkiste, Bloody Raw Extreme. Sehr gutes Spiel, was aber auch Multiplattform gewesen ist, dann Capcom vs. SNK 2. Multiplattform-Prügelspieler, das war das zweite Crossover gewesen von Capcom und SNK. Das erste war leider nicht so. Ich habe es mir importiert, das erste damals für den japanischen Dreamcast. Ich wollte gerade sagen, das zweite gab es auch für den Dreamcast. Dann das zweite gab es auch für, genau, das zweite gab es für Dreamcast, aber dann ist es auch für PS2, für GameCube, für dies und das rausgekommen. Von den ganzen Crossover-Sachen zwischen Capcom und SNK, das ist mit noch eins der besten. Das gibt es, glaube ich, heutzutage auch für PlayStation Network zum Download, die PS2-Version zumindest. Das hat so richtig einen richtig coolen Roster gehabt. Es sind Leute dazugekommen, die nicht vorher im Prügelspielen seit langer Zeit dabei gewesen sind. Zum Beispiel Maki, Hauptcharakter aus Final Fight 2 mit den Tonfas oder so weiter, zum ersten Mal dann dort drin gewesen, und du hattest wirklich jede Menge coole Hintergründe, coole Matchups, die um einiges interessanter waren als der sehr limitierte Roster, der im ersten Capcom vs. SNK war und auch im ziemlich beschissenen SNK vs. Capcom. Moment, SNK vs. Capcom? Ja. Andersrum. Ja, ja, es ist so, wie ich gerade mit Street Fighter Cross Tekken und Tekken Cross Street Fighter, kann man sich die Situation vorstellen. SNK und Capcom haben sich geeinigt, wir machen Crossover Fighter, aber jede Firma entwickelt ihr eigenes. Ja? Mhm. Und Capcom macht Capcom versus SNK, bedeutet, bei Capcom wird dann entwickelt das Spiel und die zeichnen die SNK-Charaktere selber neu, und SNK entwickelt SNK versus Capcom und die machen das Spiel auf ihre Art dort. Ja. Ne? Und das kam nur für Neo Geo eigentlich raus anfangs, das SNK versus Capcom hatte zumindest ein paar coole Capcom-Fighter wie Firebrand aus Ghosts and Goblins damit dabei gehabt, oder hier, wie heißt es nochmal? Gargoyle's Quest, Demon's Quest und so weiter als Fighter, aber das war mit Ausnahme, dass die Grafik interessant war, wesentlich beschissener und wesentlich
weniger Charaktere drin gehabt. Ich habe das nie gespielt angucken. Auf dem Neo Geo, aber ich kenne es auf dem Neo Geo Pocket, das SNK vs. Capcom. Und das war halt deutlich geiler und das war auch mit viel mehr Respekt vor den Capcom-Figuren umgesetzt, als jetzt Capcom vs. SNK. Das musste mal auf dem Automaten, der bei euch rumsteht, da müsste es drauf sein. Ja, also zumindest die Pocket-Version soll auch wesentlich besser sein als die richtige. Okay, achso, okay, das wusste ich nicht. Also es gibt ja auch noch, davon gibt es ja auch noch die Kartenspielversion auf dem DS dann, so Card Fighters und so weiter, wie das heißt. Aber ey, also als Crossover-Spiel eines der besten auch, nicht nur auf dem GameCube, aber zumindest dort auch vorhanden. Mortal Kombat Deadly Alliance, glaube ich, brauchen wir da nicht reingehen. Naruto Clash of Ninja. Soul Calibur 2, eine Besonderheit dort gehabt, das hatte ja pro Plattform. Das war nämlich in diesen komischen Screw-Attack-Dingern war das drin, dass man Link halt spielen konnte. Das fanden die cool? Das war in der Top 10 drin, gerade aus dem Grund und weil es eines der besten Spiele anscheinend auf dem GameCube war. Wo auf der PS2 konntest du den Darth Vader spielen, auf der Xbox ein Spawn, ne? Xbox 1 hattest du... Nein, nicht Darth Vader. Darth Vader war Soul Calibur 5. Ja. Hi-Hachi konntest du auf der PS2 spielen aus Tekken. Und ja, Spawn war auf der Xbox 1. Wo ich auch erstmal dachte, oh, Nintendo gibt dann Link her für ein Prügelspiel. Soul Calibur ist ja... Von Namco, ne? Ja, genau. Also Namco, so Koop, Namco hat ja auch später dann die Entwicklung für beispielsweise Star Fox Assault übernommen. Also da gab es ja schon die Sachen. Und ich glaube, die haben auch an den Arcade Mario Kart mitentwickelt. Wenn ich mich nicht irre. Übrigens ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Habt ihr das mal gesehen, wie Mario Kart in der Arcade aussieht? Da gibt es immer noch neue Versionen von, da habe ich erst vor ein paar Monaten ein Video gesehen von der neuesten Version, das Update. Also schaut euch mal bei Gelegenheit, ich werde es vielleicht hier auch verlinkt haben, ein Video von der Arcade-Version von Mario Kart, was auf Double Dash dann basiert an. Der nervigste Sprecher, den ihr je gehört habt, der alle jede Sekunde schreit wie am Spieß. Ey, das Spiel ist aber echt geil. Ein Freund von mir, der ist halt so ein derber Arcade- und Flipper-Fan und der hat sich halt so einen ähnlichen Automaten wie ich da hab geholt und hat halt die Mario Kart Dingsen raufgespielt halt auf die Hardware und das ist echt geil. Da funktioniert halt diese Kamera nicht, die dann halt immer sagt, wer gerade in Führung ist. Ist halt ein ganz anderes Spiel als Mario Kart an sich. Du hast halt noch Pac-Man und so als Charaktere mit dabei. Die Strecken sind halt ein bisschen breiter und wenn du normalerweise draufhaust in die Mitte, dann hast du halt auch dein Extra zum Auslösen. Das ist auf jeden Fall echt geil. Das kann man jetzt auch, glaube ich, emuliert dann spielen wahrscheinlich oder so. Aber das ist auf jeden Fall ein cooles Arcade-Spiel. Das ist halt nicht Mario Kart, wie wir das kennen. Das ist halt ein bisschen anders. Da gibt es zwei von. Das ist, wie heißt denn das richtig? Ich bin nicht sogar Mario Kart GP, Arcade oder so. GP eigentlich, ja, so, ne? Ja. 1 GP und 2. Irgendwas. Solange man mittlerweile den Rundensprecher rauspatchen kann, sollte alles okay sein. Also ist auf jeden Fall spielerisch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ist halt eher Arcade-lastiger. Ja, also es muss ja auch sein in der Spielhalle dort. Day of Reckoning, die WWE-Spiele hatten wir kurz angesprochen, Fabian. Wie heißt denn das Boxspiel noch, was dafür rauskam? Es war auch Multiplattform. George Foreman Boxing oder so für den GameCube? Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mich nur an Ready to Rumble erinnern, aber das hatte ich auf dem Dreamcast damals, mein Fehlkauf zum Start damals gewesen. Aber wenn man über Beat'em'ups auf dem GameCube dort spricht, ist eigentlich ein einziges Spiel, was das komplette Genre dort definiert, ist natürlich Super Smash Bros. Melee. Da haben wir schon mal einen Podcast ausführlich, also es war bei N64. Es war bei dem N64 mit einem normalen Smash Bros. Gewesen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Smash Bros. Spiele. Ich mag lieber traditionelle Beat'em'ups, aber zumindest als Party-Game geht das richtig gut ab. Das meiste, was ich gemacht habe bei Smash Bros., war tatsächlich das Minigame mit dem Sandsack. Da musste man mit mit dem Wegschlagen. Genau, da musste man sozusagen als sein Charakter so einen Sandsack nach oben schleudern und dann so aufladen, damit man so nach Möglichkeit weit wie so ein Baseball gefühlt. Juggle und dann. Genau, schön juggeln, damit das aufgebaut wird. Aber an sich, ich habe es ja erwähnt, meine Geschwister haben meinen alten GameCube und Smash
erreichbar ist, eben zu Hause, und die haben alles dort erspielt, was jetzt es überlege ich gerade, war das das Spiel, wo es auch den Story-Mode schon gab? Nee, das war bei Brawl nachher, da gab es diesen, ach, wie hieß er denn nochmal? Es gab zumindest einen Singleplayer, wo da manche so ein bisschen so Jump'n'Run-mäßige Level mit bei gewesen sind und zwischendurch diese Bonuswelten, wo du dann drumherum so Zielscheiben, die auf den Level verteilt sind, kaputt hauen musst, aber so dieses Story-Ding war erst bei Brawl auf der Wii dann dort dabei. Ich habe auf jeden Fall Subspace Emissary hieß es dort. Den Teil auch gespielt bis zum geht nicht mehr und man muss einfach mal damit aufräumen, dass, also du hast eben auch gesagt, Partyspiel ist auch ein Partyspiel, aber es ist, glaube ich, eines der komplexesten Prügelspiele und jemand, der Brawl gut kann, dem wirst du nichts abziehen, dem wirst du nicht auch nur annähernd irgendwie besiegen können, geschweige denn überhaupt treffen. Das ist so ähnlich wie bei Virtual Fighter, wenn jemand was richtig gut kann, oder Street Fighter, das ist halt überhaupt kein Buttonmasher, wie es am Anfang aussieht. Da gibt's halt so viele Tricks und so viele Techniken. Und ich habe auf YouTube mir gerade, weil ich auch schon in Vorbereitung auf nächstes Jahr dann irgendwie ein bisschen geguckt habe, auf das nächste, was rauskommt, da gibt's eine Dokumentation. Ich glaube, es sind irgendwie 7 Teile. Und jeder Teil ist eine Stunde ungefähr lang. Und da reden die halt darüber nur so eine Geschichte von den ganzen verschiedenen Leuten in den USA, die das halt richtig gut können und wie die sich alle getroffen haben auf verschiedenen Turnieren, gegeneinander spielen, wer welche Technik anwendet und so. Und das ist extrem kompliziert, das Spiel. Und auch, wie man den Gegner ausschaltet. Du musst ihn ja probieren, aus der Arena rauszukloppen, halt aus dem Bildschirm raus. Und er kann ja immer mit verschiedenen Moves probieren, immer wieder auf die Plattform zurückzukommen. Da gibt's dann halt Tricks, dass du dich selber unten an die Plattform ranhängst, damit er sich nicht ranhängen kann und dann abstürzt. Oder das ist echt mega... Ach du Scheiße, ja, ich kann's mir vorstellen. Das ist halt nicht so, wie man denkt, so von wegen, man prügelt sich da gegenseitig raus und jeder fummelt da so ein bisschen rum oder so, und das ist extrem komplex, ja, wirklich. Ja, Partyspiel soll auch nicht abwertend gemeint sein, natürlich. Ich wollte nur mal, weil also ganz viele Leute mal sagen so, ja, so ein Spiel und so, ja, hier Street Fighter, Tekken sind halt die Dinger, die sie halt immer auf den ganzen Prügelspielturnieren spielen. Das ist halt so schwierig, irgendwie da hinzukommen, weißt du, weil alleine macht's keinen Sinn und eigentlich bräuchtest du dann halt wahrscheinlich noch mindestens einen Mitspieler, der es genau auf dem gleichen Niveau kann. Ja. Weil ich finde, kein Prügelspiel macht Spaß, wenn der eine mörderkrass besser oder schlechter ist als du. Aber das glaube ich schon, wenn du gegen den Computer spielst, dann kannst du schon relativ viele Sachen lernen. Mhm. Ist halt so ähnlich wie Sportspiele gegen Computerspiele. Ja, es ist auf jeden Fall noch das Smash Brothers, was so im Turnierbetrieb bei den ganzen Turnieren dann mit bei ist, weil sie vor allem bei Brawl genau das gemacht haben, diese sehr Möglichkeit, sich sehr zu spezifisch hinzutrainieren, dass du es wirklich perfekt kannst, ein bisschen aufgeweitet und das Konzept ein bisschen dargestellt. Es gibt jetzt so Random Trippings oder wie das heißt, wo die alle aus Versehen mal stolpern durch einen Random-Faktor, wo die Turnierleute im Strahl kotzen, dass so ein Feature eingebaut ist. Das ist ja echt blöd. Um die Spielspannung dann so aufzubauen. Und allgemein hat auch der Entwickler gesagt, der Sakurai, ist ist auf meine Schuld, ich habe mit Absicht das ein bisschen so leichter zugänglich gemacht, eben, dass die Spezifizierung nicht mehr da ist. Deshalb gilt das Melee heute auch noch als das Nonplusultra der Smash Bros. Spiele. Ist auch die Steuerung ist halt dafür auch echt optimiert. Also man unterschätzt es vielleicht auch dann ein bisschen, es ist ja auch eins der bestverkauften Spiele auf dem GameCube. Es hat 7-8 Millionen Exemplare verkauft. Echt so viel? 7 Millionen hat es verkauft. Das kann ja fast gar nicht sein. Doch. Es gibt 24 Millionen GameCubes generell. Und dann nimm mal prozentualer Vergleich wirklich, dass da 7 Millionen Exemplare davon abgesetzt wurden. Ein Spiel, was irgendwie ein Drittel... Also ich habe mir die Dingsen angeguckt, die Liste, ich glaube, das war doch auf Platz 1, oder? Es müsste auf Platz 1 sein, ja. Also das, von dem man denkt, dass es dann hoch ist. Zelda hat sich ja leider nie so gut verkauft, wie man es erhofft. Ist auch immer ein Trugschluss. Zelda ist kein System-Seller. Nee, Zelda ist im Westen beliebter als in Japan, ja. Und die Metroids sowieso, ja, also die sind auch hier bei uns, also wir haben es natürlich über den grünen Klee gelobt, weil wir es sehr gern mögen. In Japan verkauft sie so gut wie nicht. Ja. Da kam ja sogar noch die Perspektive dazu, die Japaner dann nicht mögen. Eben. Also ich guck doch schon selbst durch meine Augen, wieso soll ich das im Videospiel machen? Das ergibt doch keinerlei Sinn. Aber man sieht, Smash Bros. Ist eben ein großer Erfolg gewesen und auch eins der Spiele, was die Plattform dann definiert hat in Richtung Beat'em'ups vor allem. Gab's ja auch gerade diesen Skandal, oder Skandal ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber diese Geschichte, dass bei diesem Prügelspielturnier, dass Nintendo nicht wollte, dass es offiziell irgendwie gezeigt wird oder gestreamt wird, dann live, wo sie sich gegen gewehrt haben und so weiter. Hat eine etwas komische Politik, was die Online-Videoverwertung ihrer Inhalte angeht. Da sind sie nicht besonders schlau, wenn man das mal so sagen darf. Nee, haben sie das selbst bei dem Turnier dann versucht zu unterbinden. Ja, sie haben es probiert zu unterbinden und dann gab es irgendwie mega Ärger und Leute, die sich irgendwie da beschwert haben und so weiter und haben es dann irgendwie kurz bevor das Turnier losging, haben sie es dann doch freigegeben. So, aber das, ja klar, weil das hätte ja einen Shitstorm ausgelöst. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren, das ist halt eine sehr merkwürdige braucht man auch wirklich nicht. Also da machst du dir jede Freude, die Leute mit dem Spiel haben und die Fahne hochhalten seit über 10 Jahren, damit es kaputt und es ist dann noch Werbung für das kommende oder die kommenden Smash Brothers für 3DS und für die Wii U hier. Ich habe hier noch eine Handvoll Titel
Titel aufgeschrieben. Ich habe es jetzt Shooter gemacht, aber ich meine nicht Ego-Shooter, sondern die klassischen Shooter, mhm. Ballerspiele, Flugshooter und so weiter. Ikaruga gab es eine Version auf dem GameCube, was ich mich drüber gefreut habe, weil die Dreamcast-Fassung relativ teuer gewesen ist. Ein Shooter von Treasure, damals auf dem Dreamcast gewesen, das Spezialding, dass man sein Raumschiff sozusagen so per Knopfdruck entweder schwarz oder weiße in weiß verwandeln konnte und dann gegenteilige Kugeln dann entweder angezogen oder abgestoßen hat und so weiter. Das war ein Shooter mit Denksport. Und es gibt so ein ganz berühmtes Video, wo einer die Arcade-Version im Zweispieler-Modus gleichzeitig spielt. Ganz ne? Und schlimm. Das ist dann so eins, wo ich denke, da ist kein Mensch dran. Das geht nicht. Diese Hände, da hängen Computer dahinter. Ich habe auch gerade überlegt, warum ich sowas eigentlich nicht mag, weil manchmal mag ich so Spiele, wo man ein bisschen reagieren muss, so gut ich es halt kann, aber genau, ich mag Spiele, wo ich mir auch selber die Pause verschaffen kann, weißt du, wo ich sag so, okay, jetzt habe ich genug geleistet, ich brauche jetzt kurz eine Pause und das kann dann von mir aus ein Supermove sein oder sonst was, wo ich mal kurz verstaufen kann. No. Und Ikaruga ist sowas, wo das Spiel das Tempo vorgibt und sowas, das halte ich nicht aus. Aber du kannst Ikaruga gut auswendig lernen, also das, was halt, weil du diese Chains halt immer machen musst, dass du halt, genau wie Gregor das meinte, irgendwie, dass du halt durch die Schüsse durchfliegen kannst, wenn du weiß bist, durch die weißen Schüsse. Aber dann hast du für mich schon fast wieder von so einem Rhythmus-Tanz-Spiel irgendwie, das mag ich auch nicht. Also Ikaruga hat schon sehr speziellen Charakter. Ich kenne kein vergleichbares Shoot'em'up wie das hier, speziell durch dieses System, was dann dadurch wirklich schon Puzzle-Elemente bekommt und eben Rhythmus-Elemente, so wie du es ausgeführt hast, dran. Dafür, dass du es eben dann für 10, 20 Euro dann kaufen konntest, dann umgerechnet, war es schon cool, dass man nicht mehr so viel ausgeben muss. Eventuell landet es auch bald auf Steam. Das wurde ja gerade bei Greenlight dann eingereicht. Da würde auf jeden Fall die 10 Euro dort wert sein. Zumindest, ich würde Ikaruga auch nicht die können ja sehr nischig sein, die Shoot'em'ups, diese Bullet-Hell-Sparte, wo es dann eben nichts anderes ist, wo dann die Schüsse der Gegner extra rosa eingefärbt werden, damit sie sich vom Hintergrund abheben und dann der Bildschirm vollgeklatscht wird in diesen Schüsseln und du nur einen Millimeter dann hast jeweils, um dich dann entlang zu bewegen. Das ist nichts für mich. Nee, für mich auch nicht. Das ist zu systematisch einfach. Da steht diese, die Vorstellung, dass das quasi ein Weltraumkampf ist, die steht hinten an, wie ich das bei R-Type mochte eigentlich zum Beispiel. Das einzige Raumschiffspiel, was ich gerne gezockt habe. Und diese Bullet-Hell-Shooter, die sind wirklich nur, das sind quasi Spiele wie der heiße Draht, weißt du? Es geht nur um Millimeterarbeit und um Muster irgendwie. Also vor allem, das ist ja auch nicht so, dass du, das Raumschiff ist ja nicht die Trefferzone, sondern teilweise nur das Cockpit. Das heißt, du wirst praktisch schon getroffen und fliegst dann da mit deinem Ding so durch. Und das ist halt ein bisschen abstrakt irgendwie. Ja, das ist wirklich, keine Ahnung, nicht. Hat für mich auch schon nichts mehr so viel mit Spiel zu tun eigentlich. Man sieht aber auch deswegen, ist eben eins der klassischen Genres von den 80ern, 70ern dann eben dort gewesen. Klar, dass sowas dann nicht dann so lange vorhält. Wir haben ja auch nicht die Äquivalente bekommen unbedingt, dass du jetzt Flugshooter in 3D hast, die du dann alternativ spielen kannst. Jetzt ist es eben alles sehr nischig geworden, wenn ich an sowas wie Death Smiles oder so dann denke oder die ganzen Xbox 360 hier, Muchi Muchi Pork oder was mit den dicken, fetten Frauen, die rumfliegen. Ja, diese ganzen Sachen, die Cave-Shooter halt so durchgehen. Das hat damit zum Glück aber nicht allzu viel zu tun. Bei Shootern, wir haben es erwähnt, bei Star Fox Adventures, es gab endlich dann einen Star Fox Flugshooter, oder jedenfalls habe ich es erhofft und gedacht. Aber es hieß dann, nach dem Star Fox Adventures soll dann ein richtiges Star Fox in Anführungsstrichen rauskommen, das Star Fox Assault, programmiert von Namco. Mhm. Also das war während einer Zeit, während dann Nintendo sozusagen viele ihrer Franchises an äußere Teams gegeben hat, wie F-Zero an Sega und dann eben Star Fox an Namco. Und einerseits war es eben, der erste Level war cool bei Star Fox Assault und dann habe ich gemerkt, oh, Moment, jetzt laufe ich zu Fuß rum und fahre auf dem Planeten rum. Das ist auch echt die Katastrophe gewesen, weil das Geile war halt, dieses Rumschießen war halt genauso wieder wie bei dem anderen. Die Grafik war echt richtig gut. Und dann auf einmal kommt so eine Fußmission. Ich habe mich richtig gefreut, der erste Level ist echt cool. Endlich, Mann, so sieht das aus. Geil, Star Fox, das war so wie Starblade Alpha eben, ne? Also durch den Weltraum und coole, detaillierte Raumschiffe und alles. Und dann fliegst du auf dem Planeten entlang und ballerst den Endgegner weg und so weiter. Und dann, ja okay, jetzt steige ich aus dem Flugzeug aus und laufe herum. Ja, und die Steuerung hat da nicht mehr gut funktioniert und man irgendwie ist dann das auch bei mir dann versandt. Es hatte so ein Adventure-Element ein bisschen drin, wo du dann auch Sachen suchen musst und wegballern musst. Also es war kein Straightforward, du läufst durch ein Level und ballerst Sachen weg dann auf zu Fuß. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum die das so wischiwaschi dann machen mussten. Warum nicht einfach einen Flugshooter dann draus basteln? Vor allem Namco, die eben Starblade Alpha gemacht haben und ziemlich cooles Teil damals abgelegt haben. Wahrscheinlich auch so, um auf Nummer sicher zu gehen. Wahrscheinlich dachten sie auch, sowas zieht nicht mehr alleine. Sowas zieht nicht mehr alleine, lass uns das dann machen.
Ja. Ey, Namco, was machen? Mir fällt gerade kein Namco-Spiel mehr ein, was gerade so passt. Was nichts von Atari ist? Also, Tales of Zillia. Als Publisher fällt mir natürlich noch Dark Souls ein, aber... Tales. Ja? Ja. Tales-Serie. Ja, das ist auch das Einzige, was Namco dann hochhält. Dragon Ball, Naruto. Ja. Das stimmt. Alone Saint in the Dark. Seiya. Ja, Saint Seiya, jetzt Formel 1, ach nee, das ist einfach nur gepublished von Das sind nicht mehr so große Sachen, ne? Namco war mal groß. Naja, aber die haben ja eigentlich große Titel. Mhm. Tekken. Zum Beispiel. Dead or Alive. Ridge Racer. Nee, Dead or Alive nicht. Ja, ich weiß. Aber das publishen die auch hier. In Tekken Cross Street Fighter kommt das noch? Oder ich glaube nicht. Nee, das ich glaube nicht, dass es noch kommt. Also so wie... Ist geil, so wenn mich jetzt gefragt hätte, ich gesagt, das ist schon längst draußen, weil ich es gar nicht mitgekriegt habe, so richtig. Also das Gefühl wie, eigentlich glaube ich, habe ich Duke Nukem Forever 2001 gespielt, ne? Und dessen vier Sequels zwischendurch. Da hat man ja auch irgendwie so die Erinnerung dran, oder? Obwohl es nie passiert ist. Als ob es dann so gewesen wäre. Ja, ich hätte hier bei Shooter noch vermerkt, der Star Wars Rebel Strike, das war, glaube ich, dann die Fortsetzung zu Rogue Squadron gewesen. Mhm. Da gab es mehr hier Land- oder auf dem Planeten-Sequenzen, wenn ich mich erinnere. Da konntest du auch doch aussteigen und laufen, oder nicht? Da war doch irgendwas. Aber sowas gab es auf jeden Fall in so einem Factor 5 Star Wars-Spiel. Ja. So Large-Dinge, ja. Aber die, glaube ich, nicht so gut war. Nicht das N64-Ding jetzt hier, Shadow of the Empire. Shadow of the Empire war natürlich noch was Spezielles, aber auch bei den... Aber es war auch schlecht, ne? Es war auf jeden Fall nicht besonders gut. Hatte keine Texturen, wie viele andere Spiele auf dem N64. Du meinst Rebel Strike, ja. Nee, also dieses Laufen nur eigentlich. Ich kenne das Spiel nicht, ich habe nur mal, glaube ich, mal so eine kurze Laufmission gesteuert, weil irgendwer gesagt hat, probier mal, ist voll scheiße. Ey, Tran, gut, dass du da bist. Hier, probier mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das ist war. Wirklich nicht gut. Aber da auch die Parallele zu Star Fox Assault eben. Wenn sie es mal belassen hätten, ne? Dass es dann nicht so verwässert wird dann dort. Und das war es eigentlich auch schon mit Shootern von Interesse auf dem Gamecube. Es gab diese ganzen komischen japanischen Dinger noch, ne? Shikigami Yoshiro und Dinger. Ja, aber das ist dann wieder von dem Cave, von dem Entwickler. Und das sind so Multiplattform-Sachen, die von der Arcade auf 3 Milliarden Systeme umgesetzt wurden. Übrigens, da will ich auch nochmal eine Lanze brechen. Ich finde, so 2D-Shooter sind das Genre, was sich tatsächlich sehr gut auf Touchgeräten steuern lässt, auf iPhones und so weiter. Das kann ich immer noch nicht vorstellen. Ich auch nicht, das hast du schon mal erzählt. Und ja, ich schon mal gesagt. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Was war denn das, was du gespielt hast? Ich glaube, du lügst. Ich glaube, Dondonpachi oder sowas habe ich gespielt. Ausgerechnet so ein Shooter, echt? Also ich finde, die funktionieren echt gut da drauf, weil du sehr präzise mit dem Daumen oder mit dem Finger direkt zeigen kannst, wo dein Charakter hin soll. Und Scheiß, immer wenn ich abends im Bett probiere mit dem iPod Touch irgendwie nochmal die Lautstärke irgendwie, also ich habe noch einen ganz alten, muss ich dazu sagen, die Lautstärke zu verändern und ganz runter zu gehen, damit ich auch beim Pennen dann irgendwie nicht zu laut das im Ohr drin habe, dann immer so aus an, immer mit dem Finger, so das ist irgendwie nicht gerade präzise. Das ist nicht ganz vergleichbar, der Ein- und Ausschalter beim iPod dann mit dem Ding. Ich war erstaunt, wie gut man das dort spielen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man speziell dann mit Tablets oder was auch immer dein Telefon da sein soll mag, dass man das bestimmt damit dann gut ausprobieren kann. Es gibt dann, denke ich mal, auch so downloadbare Versionen, wo man nichts bezahlen muss, damit man sich das dann mal anschaut. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good luck. I'm up all night to get luck. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good luck. We're up all night to get lucky. 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 Strategiespiele würde ich gerne ein bisschen quatschen und da gab es ein recht umfangreiches Angebot von vielen verschiedenen Sachen, die auch exklusiv dafür gewesen ist. Lass uns vorne dran mal gleich den großen besonderen Klopper dann wegnehmen mit Odama, das Spiel, was man wolltest du? Fire Emblem hätte ich gerne auch gesagt, aber okay, hast du Odama hier? Ja, ich habe, Uke hatte das irgendwie mir mal gegeben oder geben wollen. Nee, er hat mir das, glaube ich, gegeben. Japanische Version auch schwierig zu kriegen. Was ist Odama? Was Odama ist ein Flipperspiel. Mit Mikrofonsteuerung. Ein Flipperspiel. Geht auch ohne, ja, aber es ist ein Flipperspiel. Mikrofonsteuerung und Strategiespiel dazu. Ja. Ja? Also Flipper, Strategie, Mikrofonspiel. Genau, man hat unten hat man Flipperfinger, dann hat man diese Odama, halt diese Kugel, nee, Quatsch, Odama ist ja die Glocke, halt eine Glocke, die das müsste eine Glocke gewesen sein, ja. Die transportieren halt so ein paar Leute, deine eigenen Einheit transportieren die zu so einem Tor hin und du musst die Gegner mal abwehren und musst eine große Steinkugel. Das ist eigentlich wie Tower Defense. Gab es den Begriff damals noch nicht.
Nee, ist nicht richtig Tower Defense, weil es ist eher aktiver, weil du. Aber es ist jetzt kein Flippertisch, sondern eine Landschaft, über was wir reden, ne? Ja, gut, aber das ist wie ein Flippertisch aufgebaut. Du hast halt unten die Flipperfinger, die Kugel läuft immer hoch und runter und du musst die gegnerischen Truppen mal wegflippern. Halt, während deine Glockentypen halt zu dem Tor hingehen oben und da probieren hinzukommen. Und deine eigenen kannst du auch mit der Kugel überrollen? Nee. Ich glaube nicht. Das wäre schade. Man sieht ein Spiel, was dann hängen bleibt, weil es ein sehr klares Konzept hat. Ja, das ist halt ungewöhnlich gewesen, weil es gab halt genau diese Kommandos, da war halt ein Mikro bei, das man auch für Mario Party irgendwas. Party irgendwie benutzen konnte. Oh, tanzen wollte ich jetzt gerade sagen, aber die tanzen nicht. Nee, da ist die Matte, dafür benutzt die Tanzmatte. Und dass man immer Kommandos geben konnte, ob die Leute nun weiterlaufen sollen mit der Glocke oder nicht weiterlaufen sollen oder ob sie anhalten sollen. Und so, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das kam sogar in Deutschland raus. Ich war total überrascht damals. War ich auch. Also irgendwann hat man dann auch wirklich aufgereiht in den Grabbelkisten die Dinger gesehen, wo dann nochmal die Preise mehrfach überklebt waren. Scheiße, hätte man das bloß gekauft damals. Ärgert einen total. Das Mikrofon habe ich noch, aber das Spiel habe ich leider nicht. Das ist jetzt auch, hatte ich gerade vorhin zu Sarah gemeint, das ist die richtige Zeit, weil jetzt nämlich die ganzen Leute umsteigen auf ihre neuen Konsolen und da die ja nicht abwärtskompatibel sind, verramschen die ihren ganzen Schrott. Jetzt müsste man eigentlich zugreifen, wenn man noch irgendwie Lücken in der Sammlung hat, um alles irgendwie für die PS3 und die Xbox irgendwie. Dann kannst du eigentlich warten noch ein Jahr und dann zahlst du nochmal die Hälfte dafür, für alles. Ich glaube nicht, dass du dann seltene Preise für viele der PS3 oder der Xbox 360 Sachen musst. Das unterschätzt man manchmal. Das habe ich mir beim GameCube und so auch gedacht. Dann hast du halt irgendwie voll viel Kram verpasst und jetzt bezahlst du für horrende Summen. Ich meine, wir haben ja schon echt ein paar Titel gehabt, wo man denkt so, Alter, darf ich jetzt nochmal 40, 50 Euro hinlatzen? Ja, das wird noch schlimmer werden. Immer Super Nintendo, wenn du da guckst, wie teuer die Spiele mittlerweile sind. Das ist ja, da sind nur noch die Liebhaber übrig, die sozusagen für volle Exemplare, die nicht nur das abgeranzte Modul mit angebissenem Inlay oder sowas dann sind. Das gerade gestern gesehen. Eine Auktion bei eBay mit den vier Super NES. Hast du auch gelesen. Hast du auch gesehen, ne? 1700 und läuft noch ein Tag für die vier Mega Man Spiele auf dem Super NES. Und das sind eigentlich sogar nur drei seltene, weil das erste ist relativ gewöhnlich. Mega Man das, X, ne? Ja, und die, nicht mal Mint. Also die Spiele sehen aus wie Rotz, so mit angeknickten Ecken und abgegrabbelt und sowas. Und ich weiß nicht, wer so eine Preise dafür bezahlt. Ich weiß auch nicht dafür, dass die so oft neu aufgelegt wurden. Es gibt ja auch die Mega Man X Collection für 10 Euro, die du kaufen kannst. Also da weiß ich auch nicht ganz. Das ist mir auch ein Rätsel. Bei vielen Sachen würde ich es verstehen. Da habe ich auch gedacht, so, das muss doch ein Scherz sein. Ja, Sammler. Kann mir das nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du haust die Kohle raus für diese vier Plastikdinger, ey. Fühlst du dich da noch gut, oder was? Ich mach das auch andauernd, aber nicht in dem Maße. Ja, eben. Vielleicht machst du dir deine Funtime da ein bisschen anders. Da sagst du, heute Abend setze ich mir hin und guck meine Packung auf dem Tisch an. Mann, aber das ist so viel Geld. Weil nicht zu essen mehr da ist. Vier Plastikteile. Wo, kann ich nochmal die Lupe dann angucken, ob die Ecken auch nicht abgeknickt sind? Das kennen wir ja auch noch. Du hattest kurz in der Hand gehabt, Marc, das ist Path of Radiance gewesen, ja. Das Fire Emblem. Fire Emblem natürlich auch gerade erst in einer sehr, sehr guten Variante, also besser gesagt Sequel für den Nintendo 3DS rausgekommen. Strategieserie, eigentlich die Strategie-Rollenspielserie, der Begründer des Genres in Japan gewesen, bevor wir kennen hierzulande natürlich eher sowas wie Shining Force, was nicht klar ist, oder? War Fire Emblem, ich dachte Feder war das, was auf dem Super NES rauskam. Nee, Fire Emblem gibt es ja seit den NES-Zeiten schon. Hm. Ja. Echt? Ja. Also Fire Emblem ist eigentlich die Serie, die das alles begründet hat. Zumindest. Man merkt, war nie mein Genre. Also in Intelligent Systems, das Entwicklerteam bei Nintendo, die für Fire Emblem zuständig sind, die für die Paper Marios beispielsweise zuständig sind. Und ich glaube, WarioWare auch, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall eins der speziellsten Nintendo-Teams, die haben das eben etabliert, die Mischung zwischen Rollenspiel und Strategiespiel mit so typischer Anime-Fantasy und so weiter. Da gibt's in Japan waren da, glaube ich, 6, 7 Spiele bereits rausgekommen, auf NES und Super Nintendo, bevor das erste im Westen auf dem GBA erschienen ist. Und seitdem kommen die mehr oder minder regelmäßig auch hierzulande raus. Das ist dann das Path of Radiance auf dem GameCube, das 9. oder 10. insgesamt gewesen. In Japan sind sie ja auch noch durchnummeriert im besten Fall, no, oder? Kannst du eine Nummer dort erkennen? Nee, dabei nicht. Das ist nur Path of Radiance. Ist das Zumindest sehe ich dann öfters mal Nummern dabei, wenn es um die japanischen Titel geht. Und wenn man über einen Fire Emblem redet, kann man eigentlich auch über alle reden, weil die sind alle relativ ähnlich gelagert. Ne? Es sind Strategiespiele, rundenbasierte, wie das Schachspiel, nur mit kleinen Figürchen, wie Shining Force, wie man sich's vorstellen kann, aber auch alle dann immer gut und schön dramatisch dargestellt und natürlich das spezielle Feature, dass deine Leute permanent abkratzen können.
Du hast halt Charaktere auch und deswegen, da sind ja zwei von auch bei Smash Bros. Bei. Halt genau, Marth und keine Ahnung, der Rothaarige noch. Ich wollte gerade sagen Luigi, aber nein, der war es nicht. Marth und Luigi. Scheiße, wer ist der zweite? Luigi ist da dort gewesen. Ich habe zu Hause die europäische GameCube-Fassung da noch und es ist das einzige Fire Emblem, was dafür erschienen ist. Ich habe das noch nicht wirklich gespielt, ja, weil ich eher die Handheld-Teile gespielt habe auf dem GBA und jetzt auf dem 3DS. Aber ich habe auch nur recht Positives darüber gehört und die Leute sagen vor allem, dass es Path of Radiance einen Tacken besser sein soll als das, was auf der Wii danach rausgekommen ist. Ach, jetzt weiß ich nicht mehr den Subtitle davon, aber auf jeden Fall wird die GameCube-Fassung noch ein bisschen in höherem Ansehen bleiben. Stimmt, ich habe es auch relativ lange sogar gespielt. Und bin auch relativ weit gekommen, aber dann ist da eine schicksalhafte Sache passiert, ja, die ich vielleicht nachher später bei einem anderen Spiel erzählen kann. Die bei dem anderen Spiel erzählen werden kann, ja. Battalion Wars hatte ich hier noch aufgeschrieben. Super, das ist ja von Advance Wars die Dings in diese Spin-Off-Serie gewesen mit Echtzeit. Aber war das nicht von Kuju entwickelt? Das war doch nicht gut. Das war der zweite Teil, an den du denkst, glaube ich. War das das Spiel? Ich bin mir nicht mehr sicher jetzt. Das hat aber komischerweise echt Bock gebracht, weil Advance Wars war mir nachher dann, weil so viele Strategiespiele und so rauskam, halt immer mit dem Ziehen, Ziehen, Ziehen. Und das war halt in Echtzeit, dass man seinen Truppen da rumrennen konnte und auch rumballern, so ein bisschen kennenfordern. Also richtig 3D. Geil war das aber nicht. Nein, richtig geil nicht, aber es war halt irgendwie, also mir hat das echt Spaß gemacht, der erste Teil auf jeden Fall. Es war ein eigenständiges Ding. Ich kenne auch mehr den zweiten Teil jetzt auf der Wii, Battalion Wars 2. Der ist auf der Wii rausgekommen? Ich muss jetzt auch nachgucken. Ich bin ja, doch, sicher. Ne? Battalion Wars 2 gab es auf der Wii, wenn ich mich nicht irre. Aber den hatte ich. Ist der auch noch so vom Spielprinzip? Der ist ähnlich. Also ich hatte die Vergleichswerte zum ersten auf dem GameCube nicht aufgehabt, weil ich das von der Packung her kenne. Das zweite Teil war ein Wii-Spiel. Genau. Okay. Ne? Es muss sich ja anscheinend oder es muss gut genug angekommen sein, dass Nintendo dann auch mal ein Sequel in der nächsten Generation hat dann anlaufen lassen. Ich glaube aber, die Wii-Fassung hat sich dann nicht mehr so gut vertickt. Also die Serie ist dann auch, wir haben auch schon lange kein neues Advance Wars mehr gesehen, finde ich. Also da könnte ich gerne wieder eins vertragen. Seit dem DS. Das ist ein bisschen komisch. Nintendo und Kriegsspiele passt irgendwie nicht so richtig zusammen für mich. Also aber ich habe dann immer. Bei Advance Wars, wo wir gerade da sind, da war ja immer alles total nett. Ja, da ging es ja nie um Leben und Tod und so. Ne? Ich habe da mal einen interessanten Artikel drüber gelesen, so eine Auseinandersetzung damit, dass es eigentlich komisch ist, weil es schon, naja, da geht es halt um einen Krieg, um wie sich Leute töten und alles mögliche. Und das Spiel hat, glaube ich, eine USK ab 12 oder so. Das waren auch nur Roboter. 6, glaube ich. Die geben immer auf, die Leute, wenn du gegen die kämpfst. Dann ja, ich kann nicht mehr. Ja, du hast mich überzeugt. Und die Soldaten, die draufgehen, sind ja nur Roboter. Also im Grunde kommt keiner zu Schaden. Aber generell ist es ja auch, die Roboter sehen ja aus wie Soldaten. Und die Panzer sind Panzer, wie man sie aus dem aktuellen, aus dem gegenwärtigen Kriegen kennt. Ist schon nicht so leicht separierbar, also schon bedenklich also eigentlich ein bisschen. Ist halt merkwürdig, weil Nintendos Politik halt gerade, was so eine Spiel angeht, wobei ich auch noch mal ganz kurz sagen will, dass Eternal Darkness halt, glaube ich, das erste Spiel von Nintendo überhaupt war oder von Nintendo publizierte Spiel, was ab 18 war. Mhm. Davor gab es keine mehr. Dann auf der Wii gibt's noch eins, dieses Sengeki no Regen Nerf. Aber gibt's da Kill Instinct war doch bestimmt auch sowas, oder? Killer Instinct war doch auch ziemlich fies. Ist ja von Rare gewesen, mehr oder weniger. Also Nintendo hat es nicht gepublished offiziell. Deswegen ist es immer ein Unterschied gewesen. Und so Kriegssachen so passen da so gar nicht in diese heile Welt, sag ich mal, so richtig rein. Ja, also in Japan hat sie ja als Famicom Wars, glaube ich, damals angefangen, weil es noch auf System dann bezogen war und irgendwann sind die Advance-Vorspiele draus entstanden. Dieses knuffige war ja eigentlich auch noch auf System bezogen dann, oder? War ja dann auch auf dem Game Boy Advance noch auf System bezogen. Ach ja, tatsächlich. Wieso fällt mir das auf wie Schuppen von den Augen? GB Wars. Stimmt. Ja, nur später haben sie es dann nicht mehr gemacht. Ja, es müsste eigentlich halt DS Wars dann heißen. Genau. DS. Und wie heißt es da? Wii Advance Wars. Ja, das erste hieß Dual Strike, glaube ich. Oder Dual Strike, genau. Ah, ist ja krass. Krasse Scheiße. Aber es ist mir lustigerweise auch erst jetzt klar geworden, als ich es gesagt habe mit Advance Wars. Das ist sehr merkwürdig, es ist total halt logisch, aber ich hab einfach nicht 2 und 2 zusammengezählt dort. Battalion Wars haben wir dort gehabt. Das nächste Spiel, einer meiner größten Fehlkäufe, obwohl ich dafür nur 10 Mark ausgegeben habe, aber ich habe es überhaupt nicht gemacht. Das liegt vielleicht auch an meiner Aversion an solch gearteten God-Games und ich habe Black and White gehasst wie die Pest, ja, aber Doshin the Giant. Oh, habe ich auch. I hated this fucking game. Das war so verstörend. Dieser Knubbelriese mit diesem ausgestreckten Bauchnabel, der aber auch sein Pillermann sein könnte. Ey, für mich hat das irgendwie fast so eine Art von Fiebertraum gehabt, weißt du? Dass das quasi so ein Job in der Hölle ist, den du machen musst. So diese Berge anheben und so. Oh nein, jetzt sind schon wieder die Typen, die mich anbieten. Ja, genau. Oh nein, ich muss absenken, aber es geht nicht so richtig und so. Auch, Marc, es ist wahrscheinlich ein gutes Spiel, hat seine Qualität. Es hat mich aber wirklich überhaupt nicht abgeholt. Ich hab meins auch wieder verkauft. Es ist nur halt lustig, weil das so ein
total schräge Spiel ist. Und das war ja eigentlich vom N64 noch. Ja, genau, von dem 64 DB sollte es ja eigentlich rauskommen. Deswegen, ja. Und das war halt so ein Überläufer, genauso wie ein anderes Spiel, was ich noch in meiner Sammlung habe. Aber war es nicht so, irgendwas habe ich da noch im Kopf, dass Doshin the Giants, es ging darum, kommt dieses Spiel für den GameCube hier raus oder es gab alternativ noch ein anderes, was umgesetzt werden sollte, aber wir haben dann Doshin the Giant bekommen und Amerika hat ein anderes bekommen, exklusiv. Also ich weiß nicht mehr ganz, ich muss die Geschichte nochmal... Mario 128 bekommen. Nein, irgendwie zwei japanische Spiele, glaube ich, sind es dann gewesen und davon eins ist nur nach Europa gekommen, das war Doshin und eins ist nur nach Amerika gekommen, aber ich weiß nicht, welches das anderes war. Ist es Chibi-Robo gewesen? Das gab's auch hier, ne? Das muss ich nochmal nachgucken. Da gab's aber generell so diese Art von Doshin the Giant, also ich mag eigentlich diese indirekte Beeinflussung, weißt du, so man macht was in der Welt und erst später werden die Auswirkungen klar, weißt du, dieses Systematische mag ich eigentlich. Nee, wie sagt man da? Ja, doch. Ist es ein System? Nein, es ist auf jeden Fall Echtzeitstrategie in der Hinsicht, dass du dann planst und dann sich die Effekte nach und nach einstellen. Ich habe auch nichts generell mag ich sowas. Ja, ich sehe Sachen gern wachsen. So Spiele mag ich. Und genau, bei Doshin the Giant habe ich mir das eigentlich gewünscht, aber das... Ja, gegen God Games habe ich nicht, aber wenn dieser komische Knubbelgigant da steht und mit den Armen wackelt und dann der Boden höher wird, also ich weiß nicht, das ist ja gut, aber du konntest ja auch, wenn du böse warst, dann warst du nachher so ein roter Doshin halt. Oh ja, das macht natürlich alles anders. Der Teufel Doshin. Aber auch das hatten sie doch bei Black and White abgeschaut, das war da ganz genauso, oder? Ja, klar. Ich weiß nur nicht, was jetzt früher da war. War Black and White so viel früher? Ich glaube, Black and White war auch einiges früher. Ey, was war denn nochmal das Ziel? Es war schon das Ziel, dass man quasi eine Landschaft schafft für die Völker, die da arbeiten. Das sollte eigentlich sein, genau. Du musstest dafür sorgen, dass die für dich immer diese Monumente bauen in dem Spiel drin. Warum weiß aber auch kein Mensch, oder? Warum die es bauen sollen, finde ich. Ja, die mussten dich halt anbeten. Du warst halt irgendwie ein Gott, der Ehrfurcht erzeugt. So selbsterfüllende Prophezeiung. Ich bin euer Gott, ihr betet mich an, aber ich muss erst dafür sorgen, dass ihr es bauen könnt, damit ihr mich anbeten könnt. Das war vor allem, weil immer der Reiz dann daran war, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt fand ich mal kurz alles hier, kleines Loch gebuddelt, so Wasser ertrinken alle. Fertig aus. Das ist jetzt ein Spiel für ich habe es sehr schnell wieder verkauft damals. Ich habe hier Future Tactics stehen, aber das war irgend so ein Third-Party-Ding, glaube ich, ein westliches Strategiespiel. Damals gewinnen wir es, glaube ich, noch relativ gute Wertung bekommen haben. Harvest Moons gab es natürlich auch davor. A Wonderful Life, ist es das? A Wonderful Life for the Girls. For World. Ich wollte gerade sagen, for Girls, nee, for World ist das. Das ist der Nachfolger davon. Super, bringt total Bock. Hat irgendwie, ja okay. Ich weiß auch, ein Kumpel von mir hat mit seiner Freundin sehr exzessiv das auf dem GameCube gespielt und dann auch wirklich, also das ist, man mag entweder Harvest Moon oder man mag es nicht. Also dann, dass man sein Leben da leben muss, den Unkraut jäten und dies und jenes und alles. Ich habe mir irgendwann mal in einem Pack für die PSP mal 3 Harvest Moons geholt für ein paar Euro. Ich finde das eigentlich ich würde es ganz cool finden, wenn es in so einem kleinen Rahmen online ablaufen würde. Das könnte ich mir gut vorstellen. Die ist doch gerade noch ein Shooter entgangen. Ich stelle mir das halt deswegen so, ich mag halt Harvest Moon, ärgert mich das immer, dass man quasi Sachen anbaut und verbessert und hortet und man in manchen Teilen sogar noch kochen kann, aber man kann damit nichts anfangen. Doch. Man kann das nicht handeln oder so. Nee, das nicht, aber du kannst halt dadurch, dass du mit deinen ganzen verschiedenen Dorfbewohnern interagierst, kannst du die halt mit bestimmten Speisen, die du dann kochen kannst auf einmal, kannst du die dann wieder in dir eine Hütte locken. ja, genau. Nein, aber du kannst dich mit denen halt anfreunden und kriegst dann von denen irgendwelche Sachen, die du sonst nie kriegen würdest. Ja, das ist aber alles immer nur so nice to have, aber diese Belohnung, die man, weißt du, dieser ganze Arbeitszyklus, den man dann auf sich nimmt, der müsste eigentlich eine geile Belohnung zur Folge haben, wo du, die dich anspornt. Ja, aber das ist doch typisches, der Weg ist das Zielspiel. Ja, aber wenn du, sobald du merkst, das Spiel führt mich nirgendwo hin oder diese Arbeit führt mich nirgendwo zu einem geilen Ziel, wo ich sag, Hammer, ich hab's. Also, weißt du, bei Rollenspielen sind es ja meistens irgendwelche Rüstungsteile. Bei Harvest Moon ist es dann halt eine Küchenanrichte, die du aber eh schon hast, nur jetzt ist sie rosa. Zum Beispiel, weißt du? Wenn du sowas sagst, dann frage ich mich, warum du morgens überhaupt aufstehst. Ja, hör auf, jetzt mir hier meine Gedanken anzuwerfen. Aber ja, irgendwann macht sich so eine Sinnlosigkeit breit und dann verliert Harvest Moon auch seine Diskussion dann von wegen, wo ist denn meine Belohnung? Wo ist denn meine Belohnung? Apropos Sinnlosigkeit, das passt aber auch ganz gut an. Ich glaube, das war das Spiel, was nur in Amerika rausgekommen ist, wenn ich nicht irre, aber das Animal Crossing für den GameCube, oder? Das kann durchaus sein. Ich glaube, das gab es nämlich nicht als Euro-Fassung. Wir haben Doshin bekommen und Animal Crossing gab es nur in den USA und Japan. Echt? Ja. Ich bin nicht ganz... Check doch, kannst du gerne mal nachchecken, weil ich bin relativ sicher. Ich hab das als US-Version, mit mir 100% als US, sicher. Ja, als US-Version, aber nicht, so, ja, es gibt keine Euro-Version. Animal Crossing war das vierte Spiel, was ich für den GameCube gekriegt habe. Es kam nämlich irgendwie Weihnachten, glaube ich, in Japan raus. Und ich habe das
so unglaublich viel gespielt. Ich habe es als deutsche Version. Ja, doch, als deutsche, okay. Ja. Und ich habe das. Was denn dann sein? Aber richtig Fuck. Spät kam das erst raus, ne, als deutsche Version. Und ich habe das die ganze Zeit auf Japanisch gespielt. Ich habe es wirklich ein Jahr lang, also Dobutsunomori Plus heißt das dann im Japanischen die Version, habe ich ein Jahr lang gespielt und jeden Tag immer irgendwie rumgejätet. Und meine Mutter hat dann irgendwann sich dazugesetzt und fand das total gut, kann natürlich kein Japanisch und hat dann immer nur die ganzen Sachen für mich gemacht, irgendwie kleine Botendienste, hat irgendwie Unkraut gejätet, Sachen verkauft, geangelt hat sie total viel und sowas, alles Käfer gefangen und fand das total geil, dass ich ihr irgendwann zu Weihnachten dann halt die amerikanischen Gamecube geschenkt habe, weil das da früher rauskam und sie hat das echt so viel gespielt und hat jetzt auch die 3DS-Version gespielt bis zum geht nicht mehr und das ist so ein mich hat das damals total fasziniert, das Spiel. Ich weiß noch, dass damals bei Giga wurde das gezeigt, halt in irgendeinem kleinen Screening von wegen, was für Spiele demnächst rauskommen dafür. Und da hat Carsten Konze sich total drüber ausgelassen, von wegen, was für ein beschissenes Spiel das ist, dass es ja nie Erfolg haben wird. Und ich habe ihm dann eine böse Mail geschickt und meinte dann so, ey, Typ, du hast leider keine Ahnung, so, das wird nie erfolgreich werden. Und also es ist dann sehr, sehr böse geworden, dieser Mailverkehr zwischen uns beiden. Und jedes Mal, wenn ich ihn auch bei Ubisoft-Events sehe, dann lache ich irgendwie immer ein bisschen so darüber, dass das Spiel jetzt irgendwie eines der System-Seller überhaupt für Nintendo-Konsolen ist. Und das war damals sozusagen, es kam ja eigentlich auf dem N64 schon raus in Japan, aber das war sozusagen wegweisend schon dafür, diese Art von Spielen. Und wenn man sich anguckt, jetzt auch auf dem GameCube, war das eines der meistverkauften Spiele überhaupt. Ja, also da hat es auf jeden Fall den speziell im Westen dann losgetreten, den Hype. Und du hast ja in jeder Generation von Nintendo mindestens eins bekommen. Ja. Oder so ziemlich eins. Es gab hier, glaube ich, nur eins dann jeweils pro Konsole, oder? Mhm. Ja, für den DS gab es dann eins. Genau, und 3DS hatten wir ja eh kürzlich dann nochmal in der Sendung, ich glaube, es war die letzte Saison in der Sommerpause, wo sich der Marc nochmal um die Version beschäftigt hat. Das habe ich jetzt auch mit am längsten gespielt von den Animal Crossings, aber da ist leider bei mir auch die Motivation irgendwann entschwunden nach so ein paar Wochen. Nach also 4 Wochen Rüben ernten. Ungefähr, ja. Weil es so sinnlos ist, ne? Naja, es... Ey, das sind die Bewohner sind einfach so geil dabei. Ich fand das, es ist echt... Abends irgendwie dann, wenn ich mich mit Sarah unterhalten, die hat das halt eine ganze Zeit lang gespielt, dann habe ich mir immer Geschichten aus ihrem Dorf erzählen lassen, weil ich das echt total entspannt fand, was Fido und Wazi wieder angestellt haben tagsüber, weil es einfach Alter. So mega lustig ist. Die Charaktere, die halt so ein Eigenleben führen. Ja. Der eine, der halt seinen Scheiß irgendwie verkauft im Laden und sieht dann aber ein Schnäppchen und kauft seinen eigenen Scheiß dann wieder. Und einfach echt ein total witziges Spiel. In einem Horrorfilm folgt jetzt der Pate-Geschichte, wo du sagst, dass eigentlich der 3DS nie Strom hatte. Ja. Animal Crossing natürlich auch sehr groß, aber so die wichtigsten Strategiespiele meines Erachtens nach auf dem GameCube sind die beiden Pikmins gewesen. Ja. Pikmin 1 und 2. Dann die ja auch, zumindest das zweite gab es als Remake, dann für die Wii mit Wii-Steuerung noch dazu, plus jetzt eben der dritte Teil, der rausgekommen ist. Ich dachte tatsächlich bis vor kurzem, als Pikmin 3 rauskam, dass Pikmin ursprünglich ein Wii-Spiel war. Mhm. War ja gar nicht so. War das, ja ein GameCube-Spiel. Ich glaube, es recht spät aber auch dann erst gekommen ist, ne? Ist der Einser bei dir? Aber schon allein das erste Mal, als ich Pikmin 3 gesehen habe, wie man das mit Wii-Mode spielt, dachte ich, wie dafür geschaffen. Mhm. Und wahrscheinlich ab da habe ich gedacht, okay, Pikmin ist wohl ein Wii-Spiel. Ist total logisch. Das ist so, wie genau, so, ist sollen wir das mit Controller zocken? Aber das stimmt ja gar nicht, ey. Kam ja schon voll früh auf dem GameCube. Ja, die ganze Pikmin-Nummer, ein ungewöhnliches Spiel für Nintendo-Verhältnisse. Ich habe ja nicht wirklich Kontaktpunkte mit der Serie gehabt, außer wo wir es mal für die Sendung jetzt hier gespielt haben, den dritten Teil. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, weil es so ein Nintendo-atypisches Spiel auf die eine oder andere Art ist. So eine Hektik ist man normalerweise nicht gewohnt, also für jemanden, der unerfahren ist, wie ich ihn dann in Pikmin. Da musst du schon ganz andere Regionen im Kopf abrufen, als bei üblich bei Nintendo-Spielen, hatte ich das Gefühl. Ich finde, Pikmin ist eigentlich nur hektisch, wenn du es dir hektisch machst. Du hast zwar immer dieses Zeitlimit, dass du einen gewissen Tag musst du was erreichen. Und bei Pikmin 1 war es ja noch so, dass du wirklich eine begrenzte Anzahl von Tagen, um alle Raumschiffteile zu finden. Also die Hauptstory ist ja, dass Captain Olimar, der Aussager auf der Erde oder Gott weiß, was für ein Planeten gelandet ist. Die Rakete ist kaputt gegangen, er muss alle Teile zusammensuchen. Es ist die Erde, glaube ich. Ich glaube schon, auch. Ja. Und
mit in 30 Tagen kannst du dir halt nicht allzu viel Zeit lassen. Da musst du schon so ein bisschen dich ranhalten. Also, nee, ranhalten ist übertrieben. Im Grunde ist es relativ lässig, aber trotzdem kannst du dir nicht zu viel Zeit lassen, sonst ist das Spiel Game Over. An einigen Tagen auch, weil du halt so viel vorbereiten musst, nicht weißt, du kriegst dann halt nicht jeden Tag ein Raumschiff teil, sondern manchmal auch zwei oder manchmal halt gar keins. Genau, aber eben das ist ja dann dieses Pacing, was man sich selbst auferlegt. Manchmal schafft man halt an einem Tag nichts, aber dann ist halt der nächste Tag da und dann hat man die Erfahrung im Vortag gesammelt. Mhm. Wie komme ich jetzt dahin? Wie sammle ich dieses Teil oder was auch immer ich gerade brauche und kriege das dann ganz gut hin. Und deswegen war das eigentlich nie so ein, ich hasse auch Zeitlimits bis auf den Tod, genauso wie Wasser, Scheiße in echt, ey. Aber bei Pikmin war das absolut nicht störend. Ja, interessant, weil Nintendo das da auch wieder geschafft hat, halt so ein neues Genre, so Echtzeitstrategie, Leuten schmackhaft zu machen, die eigentlich Echtzeitstrategie wahrscheinlich nicht mögen. Ja. Also ich bin jetzt auch so ein Vertreter, mich kannst du mit StarCraft und so einem ganzen Kram irgendwie komplett jagen. Und Pikmin war halt so, okay, ja, dann probiere ich das mal aus. Und ich fand es halt so niedlich. Und ich kenne auch wirklich, bis auf bei Sachen wie, was war das eben, das Echtstrategiespiel? Ich wollte gerade sagen, Harvest Moon, Path of Radiance, ja, das ist eine Rundenstrategie. Wenn halt Leute bei dir sterben in deiner Party und ich hatte bei jedem Pikmin, der mir draufgegangen ist, wenn die Käfer am Ende des Tages dann halt so, Raumschiff fliegt weg, so Käfer machen sich dann über deine zwei Pikmin her, die du vergessen hast. Und bei jedem, auch wenn es keine individuellen Figuren sind, aber du hast halt immer ein schlechtes Gewissen dabei. Ich auch. Ich habe auch immer versucht, die alle einzusammeln, bevor die Sonne untergeht. Die werden nämlich gefressen sonst. Ja, sonst werden sie gefressen. Gefressen. Die Pikmin selbst und auch Olima und die anderen sind ja so die eigentlich ziemlich die letzten eigenständigen Nintendo neue Charakterdesigns gewesen, oder? Weil danach wurde ja doch so gut wie. Das sagt man immer. Professor Layton. Gab es auch ganz das viele. Das ist Level 5. Diskussionen irgendwie so von wegen, dass Nintendo keine eigenen IPs macht und so weiter. Aber es gab halt schon ganz schön viel Sachen dazwischen. Also die Mies würde ich nicht dazu zählen. Sind halt uns nicht so im Gedächtnis geblieben. Was denn? Das haben wir übersehen. Nintendogs zum Beispiel. Das sind Hunde. Das sind keine Charaktere. Ja. In dem Fall gut, aber dann, die... Nintendo Cats? Meinst du jetzt nur IPs oder wirklich Charaktere? Nein, ich meine wirklich Charaktere. Also Charaktere sind schon, das hatte ich auch vorhin gemeint, weißt du, sowas wie 1080 oder Wave Race waren ja auch Spiele, die man so... Aber die sind nicht charakterbasiert gewesen. Genau, aber die Pikmin passen eben wirklich ideal zu dem ganzen Nintendo-Universum ein, weil es eigenständig erkennbare Figuren sind, die eben, wo du auch sagst, das ist Nintendo. Mhm. Ne? Auch der Olimar und die anderen so dazu. Aber irgendwie, was dann an diesem Universum dazugekommen ist, habe ich jetzt direkt nichts im Kopf wirklich. Nee, das stimmt auch. Das war das letzte auf jeden Fall, wo so Charaktere geschaffen worden sind. Eben, und jetzt ist erstmal dann, heute wäre es dann wahrscheinlich Pikmarius statt Pikmin, ne, das lauter kleine Marius da herumlaufen. Und sowas wäre eigentlich mal wieder ganz nett, also ich meine, so gut die Nintendo-Spiele auch sind, sie reiten doch zu sehr ein bisschen ihre Marken runter, so. Ja, und dort. Bis es halt nicht mehr geht und sie fahren ja auch gut damit, warum sollte man es anders machen? Es ist ein bisschen schade, wenn ich eben anstatt dann irgendwie mal was, neue Impulse aus dem Nintendo-Universum, dann bekomme ich einen Waluigi dann als neuen Charakter irgendwann genau, dazu. Ja, genau, es ist so ein bisschen enttäuschend. Ich mir denke, aber das ist auch eine schwierige Sache. Das nicht ein? Meinte Anuma ja auch im Interview. So, warum soll er irgendwas anderes machen, wenn er halt die ganzen Ideen, die er hat, halt in ein Universum reinpacken kann, wo halt schon was etabliert ist. Ja. Jede andere Firma würde sich danach oder würde sich darüber freuen, wenn sie was hätten, wo sie die Sachen reinprojizieren können. Weil immer wenn du eine neue IP aufmachst, sei es nun irgendwie Dead Space oder so weiter, ist halt immer ein riesiges oder ein Risiko, dass es in sich birgt, dass halt deine Figur sich einfach nicht durchsetzt. Und dann ist natürlich eine sichere Bank, wobei auch schlecht in manchen Bezügen, dass du halt irgendwie zigtausend Mario-Sportspiele hast oder so, die dann vielleicht auch besser funktionieren würden halt mit einer realen Figur. Ja, zumindest in Sachen Strategie Pikmin 1, 2 ziemlich gut und es hat ja dazu gereicht, dass es nochmal das Sequel jetzt auf der Wobei zwei, Wii U. Wobei 2 fand ich nicht so gut. Nee, kann das sein? 2 hat diese blöden Höhlen gehabt. Ja, das war genau. Echt ein System Breaker, weil er da, oder ein Spielbrecher. Problem, das halt innerhalb, wenn du in die Höhlen reingehst, dass er dann ja mal abspeichert. Und dass dann automatisch, wenn du dann irgendwie verkackst da drin, deine ganzen weißen und lila Pikmin dann weg waren. So war das, genau. Richtig, ich wusste nicht mehr. Ich habe aber auch das relativ bald aufgehört, nachdem ich den ersten bestimmt dreimal durchgespielt habe, habe ich bei dem zweiten irgendwie schon nach ein, zwei Höhlen aufgehört. Wusste aber nicht mehr genau, wieso. Naja, das war halt das Problem daran, dass er halt automatisch speichert. So, das hat einem immer den Spaß ein bisschen verdorben. So,
So, das war's mit Teil 2 des Nintendo GameCube Podcasts. Wir werden aufgrund der Überlänge unseres Palavers dann nochmal zurückkehren mit einem dritten Teil. Dort haben wir uns die ganz, ganz großen Highlights sozusagen nach hinten gelegt, inklusive der Rollenspiele. Und auch wir blicken über den Tellerrand und schauen mal, was es Exklusives so alles in Japan gegeben hat. Ich verabschiede mich im Namen von Fabian, Trant und Marc und sage ciao, ciao und bye, bye. Bis dann. Super Mario Sunshine.
Thank you.